Leute, was geht ab? Sind wir live oder was? Sind wir live? Let's go, Leute! Woo! Freunde, der erste Livestream der YouTuber Insel 2.0. Wer ist alles dabei, Leute? Hey, wer ist alles am Start, ihr Paul Berger? Zu spät? Ja, ja, tut mir leid. Hey! Bereit für die YouTuber Insel 2. Was geht ab, Leute? Hey, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch, Freunde. So, ich würde sagen, zu Beginn des Streams werde ich immer drei von euch Paul Bergern grüßen. Also schreibt jetzt gerne mal euren Live-Chat, alles klar. Schreibt jetzt euren Live-Chat in den Namen rein. Nein, schreibt jetzt mal euren Namen in den Live-Chat rein, Freunde. Und dann werde ich drei von euch Paul Bergern grüßen. Boah, der Song ist wirklich gut von SU. Wirklich sehr, sehr strong. Nino, Ehrenmann, Kuss geht raus. Dankeschön. Hey Max, war echt geil in Hamburg. Hey, war richtig gut, hat alles super funktioniert. Hey, Paul Bergerin, Chessy, moin. Ihr seid alle wieder bereit für die YouTuber Insel 2. So, ich grüße den guten alten Leon. Leon, was geht ab? Moin, du Paul Berger. Hey, Crymax Lilly, auch wieder am Start. Was geht ab? So, wen sehen wir noch hier alles? Oh mein Gott, Ayas. Gruß geht raus, du Paul Berger. Herbert Reichert, Ehrenmann. Kuss. Insel 2. So, ich würde sagen, einen grüßen wir noch. Einen letzten. Wer ist der Letzte, der jetzt hier noch gegrüßt wird, Freunde? Dann gehen wir hier direkt rein. Keine Zeit verlieren. Oh, ey, Leute, der Song ist wirklich gut. Und zwar dann grüßen wir hier noch den guten alten Fieres. Hallo. Fieres. Hallo, einfach nur. Nee, komm, wir machen hier Manuela C.Z. Brunn, Lenny. Gruß geht raus. Okay, jetzt reicht's mit dem Grüßen. Wir machen gleich weiter, Leute. Aber wir haben heute natürlich etwas zu tun. Und zwar, wir werden heute YouTuber Insel 2 zocken. Ich möchte meine Base mit euch gemeinsam live hier weiter ausbauen, Freunde. Ihr wisst ja, jeden Tag hat man nur eine Stunde. Auf der YouTuber-Insel. Ich habe mir hier ein bisschen Zeit extra angespart, damit wir jetzt hier im Livestream gemeinsam weiterbauen können. Ich habe übertrieben Bock, ich hoffe ihr auch. Die Frage ist jetzt nur, ich wollte auf jeden Fall noch auf das ein oder andere Video reagieren. Sollen wir das jetzt davor noch machen? Oder direkt in die YouTuber-Insel 2 rein? Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ich würde nämlich, weil es gibt nämlich ein Video, was ich unbedingt mal schauen wollte. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wenn ich das richtig gehört habe, musste Flauschi Fallschirm springen. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, mir das Video anzuschauen, aber wenn das wirklich so ist, Leute, dann würde ich nämlich noch das Video einmal anschauen, wo Flauschi Fallschirm springen musste. Ja, das würde mich nämlich einmal interessieren. Komm, wir machen erst, das will ich noch einmal gucken. Wir gucken uns jetzt noch das neue Video an. So. Wir gucken uns jetzt nämlich noch einmal das neue Video an von Candy. Es ist mittlerweile gar nicht mehr so neu, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, es mir anzuschauen. Und zwar Fallschirm. Ich glaube, Candy hat nämlich Flauschi Fallschirm springen lassen. Komplett krank. Lasst ein Like und Abo da. Let's go. In diesem Vlog wird es wieder richtig gefährlich. Oha. Hä, warum ist da ein Bild? Denn heute haben... Warum ist bei Candy immer irgendwelche Bilder von mir? Langsam macht mir das ein bisschen Angst, Leute. Wir haben einiges vor. Denn unter anderem werden wir eine Wette mit Flauschi machen, die nur ich gewinnen kann. Och Mann, ich hab verloren. Dann werden wir eine random Bestrafung geben. Och Mann, ich will keine Bestrafung. Und dann werden wir sie 1000 Meter Fallschirm springen sehen. Oh mein Gott, als ob sie sich das traut, Leute. Was? Und ob sie sich das traut, erfahrt ihr in diesem Video. Aber fangen wir erstmal an. Habt ihr das schon geschaut? Also ich hab's noch nicht gesehen. Als ob sie wirklich Fallschirm springt. Und damit herzlich willkommen aus der Zentrale. Alter, Candy, kannst du mal dein T-Shirt bügeln hier, wenn du da einen Stream machst, Alter? Herzlich willkommen zu einem neuen Prank. Wir werden Flauschi richtig krass pranken heute. Denn ihr habt es mitbekommen, 1000 Meter Fallschirmsprung. Wird sie es schaffen oder nicht? Wird sie es überhaupt machen? Alter, das erfahren Mollet wir heute. Das. Bevor ich jetzt aber losgehe, ich hier rausgehe und zu Flauschi gehe, brauche ich eine Entschuldigung. Der rote Hoodie kommt bald in Shop. November wird's wahrscheinlich. Entschuldigung für Sie, denn ich weiß, dass diese Challenge alles von ihr abverlangen wird. Deswegen brauchen wir mal wieder eine Belohnung. Und deshalb fahren wir direkt los und kaufen ihr schnell eine kleine Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Ey, Chrissy, 5 Euro. Hi, Crymax.
Ich bin ein Riesenfan und hab viel von deinem Merch. Vielen Dank. Kuss für den Support und Dankeschön für die 5 Euro. Porsche? Bei 37,5 Grad? Alter, was? Bin ich sehr gespannt, wie heiß sie reagieren wird und ob sie es überhaupt macht. Denn sie weiß bisher nicht, dass sie Fallschirm springen muss. Wird sie vielleicht abbrechen oder wird sie es durchziehen? Alter, die Arme. Es ist egal, es wird auf jeden Fall ein spannendes Video. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich glaub, aber jetzt geht's los und ich kaufe ihr etwas, was ich schon lange haben wollte. Es ist zwar sehr teuer, aber es muss sein. Denn Flauschi wird mich sonst komplett fertig machen. Let's go. Denn an einem wunderschönen Tag mit einem wunderschönen Auto machte ich mich also das auf den Auto Weg, ist wirklich um schön. Flauschi, die irgendwo hier aus dem Himmel fallen wird, ein Geschenk zu kaufen. So ein Lautsprecher, nee. So ein Gaming-PC, auch nicht. Aber diese Apple Watch, die werde ich ihr kaufen. Alter, denn cool, ich eine Apple das Watch. Einzig Richtige gemacht. Habt ihr eine Apple Watch, Leute? Ich habe mir auch schon mal überlegt, eine zu holen, so, weil es ja wirklich voll praktisch ist. Ne? Man sieht ja immer seine Nachrichten drauf. Seid mal ehrlich, hat jemand von euch eine Apple Watch? Und wenn ja, könnt ihr die empfehlen? 1 in den Chat, wenn ihr sagt, ist praktisch. 2, wenn ihr sagt, unnötig. Ich bin da irgendwie noch so hin und her gerissen, ob sich das lohnt oder nicht. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben. Ach, und ihr die Uhr gekauft. Warte mal, apropos, wo ist eigentlich mein Chat? Wo ist eigentlich mein Chat? Hallo? Wo ist mein Chat? Ich sehe meinen Chat nicht mehr. So, da seid ihr ja, Leute. Hab euch vermisst. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Flauschi reagiert. Ich habe jetzt eine Apple Watch für sie gekauft, als Überraschung am Ende vom Video. Okay. Und Leute, ich werde jetzt eine Fake-Challenge machen. Okay, aber manche Leute schreiben 1, aber auch viele schreiben 2. Ich sehe hier auch manchmal so eine 2 hier. Also manche sagen auch, wer nichts lohnt sich, aber viele sagen auch, also es sagen schon mehr Leute, es wird sich lohnen, als wird sich nicht lohnen. Und Biker Boys, 6 Euro, hi Maxi, ich liebe dich, kannst du mich grüßen, heiße auch Max. Nenn mich bitte Max, nicht Maxi, aber Dankeschön für die 6 Euro. Kuss. Hab dich auch lieb, danke. Ehrenmann. So, und ey, Laroy, hier nochmal Ehrenmann. Alter, was ist denn jetzt hier los? Noah, Rona, 5 Schweizer Franken. Dankeschön. Ey, Kuss, Leute, aber wir müssen jetzt hier mal weiter gucken. Die auf jeden Fall verlieren wird und dann werde ich sie bestrafen mit dem Fallschirmsprung. Eigentlich muss sie es dann ja machen. So, Leute, also die okay. Apple Watch habe ich hier. Ich glaube, ich Flauschi? Muss mir auch eine Apple Watch holen. Also ihr sagt, alle wird sich lohnen. Ich da, Flauschi? Aha, was geht? Ich brauch dich Blauschen, gleich mal kurz Blausch, für eine Blausch. Challenge. Ich komm nach unten. Okay, Leute, ich werde jetzt die Challenge aufbauen. Und zwar habe ich jetzt hier 2-Euro-Stücke. Was ist das für eine Challenge? Zockerboy, 19 Monate Ehrenmann. Wenn ich die lege, dann sind beide Seiten eine Zahl. Und wenn ich die dann noch zusammenklebe, dann, Leute, habe ich das perfekte Schummelwerkzeug. Also, Leute, das heißt, ich werde jetzt gleich eine Münze werfen und ich werde Zahl nehmen. Und wenn Zahl kommt, was es ja nur kommen kann, dann habe ich gewonnen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass Flauschi nicht... Flauschi ist schon da, was? Sie hat mich gesehen. Flauschi? Flauschi, Flauschi? Hey, und zwar, ja, wir machen jetzt eine Challenge. Bist du bereit, Flauschi? Ich werde nämlich eine Münze werfen. Okay. Ich nehme Zahl, du nimmst Kopf, würde ich mal einfach sagen. Okay, ich mach Kopf. Und der Verlierer, Flauschi, muss eine Aufgabe, die ich entscheide, machen. Okay, bist du bereit? Ich werde diese Münze jetzt werfen. Warte, die Kamera. Und was ist es geworden? Hä, als ob sie das nicht gesehen hat, dass es 2 Münzen zusammengeklebt sind, hä? Zahl! Also Arthur Ehrenmann, was geht? Ich hab gewonnen, Flauschi, einfach Zahl, Leute, wer hätte das gedacht? Damit musst du eine Aufgabe meiner Wahl erledigen. Flauschi, ich sag mal so viel, ich werde es dir noch nicht verraten, wir fahren jetzt los. Und ich werde einmal hier nochmal drauf treten. So, hä, was machst du? Also, Flauschi, wir sind jetzt in Porsche. Dein Hund ist natürlich auch mit dabei. Ja? Und du hast was keine macht der kleine Ahnung, Paul Berger da? Keine Ahnung, ich bin aufgeregt. Was denkst du denn, was könnte es sein? Sowas wie Fallschirmspringen oder so? Ja. Hä? Also, warum wusste sie schon, dass es um Fallschirmspringen geht? Okay, interessant. Ich werde sie erstmal nicht verraten und deinem kleinen Hund ja auch nicht. Aua, au! Oh. Wir haben einen kleinen Weg vor uns, 23 Kilometer nämlich. Und dann ist es soweit, Flauschi, bist du aufgeregt? Hast du Angst? Alter, ich hätte voll Angst. Hast du also Angst? Joscha, Kuss. Also ich hätte richtig Angst vorm Fallschirmspringen. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, sage ich euch ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Also Flauschi, wir sind jetzt schon ein bisschen so unterwegs. Ja? Wirst du das denn machen? Ich weiß ja noch gar nicht, was es ist. Entscheide ich dann erst da. Aber du musst das eigentlich schon machen, sag ich dir, wie es ist. Also wenn du jetzt einen Rückzieher machst, wäre das ziemlich uncool.
Ja, aber sonst musst du es einfach machen. Nee. Und das kann man auch nicht ändern. Ich hab das mit deinem Namen und alles. Das kann man nicht ändern. Guck mal, da klingelt mein Wecker sogar. Zeit, Angst zu haben. Wenn ich es nicht mach, dann macht Daisy das. Guck mal, wie sie lächelt. Einfach ein Hund aus dem einfach ein Hund aus dem Flugzeug rausgeworfen, hä? Leute, fahrt sie nach 2 Wochen Porsche fahren? Das Auto ist echt geisteskrank. Ihr habt mir in die Kommentare Alter, geschrieben, Kenny, so ein dass ich euch Flexer, Junge. Geben soll. Das ist mein Update zu meinem neuen Porsche. Gefällt mir sehr. Und zum Vlogs aufnehmen auch sehr, sehr geeignet. Und ja, richtiger Flexer, der Kenny. Ich werde ein Video darüber machen. Schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr gerne sehen, was für Vlogs. Daisy, sei ruhig, ich nehme gerade auf. Und jetzt gibt es noch mal ein bisschen Tunnel-Action. Achtung. Boah, da sind aber auch echt viele Tunnel da. Boah. Monsau, 5 Euro, Dankeschön. Hallo Max, bleib wie du bist und PS, mein Zug in den Ferien kam 15 Minuten später, als die Autogrammstunde zu Ende war. Oh Mann ey, das tut mir leid, das tut mir echt leid, dass wir uns verpasst haben, aber vielen Dank, Kuss, Kuss, Kuss. Komm, ich will jetzt hier den Fallschirmsprung sehen. Ich will jetzt hier kein... Oh, aber Madeira sieht eigentlich schon schön aus. Guck mal, Alter, wie viele Berge die da haben. Ich bin eigentlich nur für Urlaub hergekommen. Aber Flauschi, jetzt musst du die Aufgabe erledigen. Sorry. Ich habe noch nicht final ja gesagt. Ja, okay, Leute. Jetzt musst du durchziehen, Flauschi. Ich bin dran, um rauszufinden, ob sie es macht oder nicht. Ich mach's nicht. was kommt hier denn für Musik? Ey, Leute, ich spule das jetzt vor. Ich will jetzt hier sehen, was sie machen. Du wirst von da oben mit einem Fallschirm... Alter, warte, hier sind die ausgestiegen. Im Haus mit einem Fallschirm runterzuspringen. Alter, was? Doch, das machst du hundertprozentig. Du weißt nicht, wie teuer das war. Du wirst das machen. Bro, was? Von da oben soll sie runterspringen? Alter, ich würde das niemals machen, ne? Und die landen unten am Strand dann. Ich würde niemals mit einem Fallschirm da runterspringen. Danke. Du wirst das machen. Nein. Flauschi, du wirst... Du wirst dort runterspringen. Das ist ja voll krank. Hundertprozentig. Ich gebe dir mein Wort, dass du es machen wirst. Also, wir haben jetzt mal ein paar Minuten geredet. Flauschi, willst du es machen? Nein, ich... Oh, ey, bitte, das ist doch fürs Video. Mach das doch mal. Ich guck's mir von oben nochmal an. Pff, ja, dann sagst du safe nein. Also, ich werde nicht mal mit hochkommen. So schlimm ist das. So ein Ding ist das. Ich habe extra eine GoPro gekauft. Leute, wir fahren jetzt hin. Wir sind schon ein bisschen zu spät. Und jetzt geht's los. Flauschi wird Fallschirmspringen aus 1000 Metern Höhe. So, Leute, ich habe es mir jetzt doch nochmal überlegt. Da oben seht ihr das Ganze. Ich mache das halt wirklich nicht. Also, warum sollte ich das machen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich würde es auch nicht machen. Ein bisschen mit dem Fallschirm da runterspringen. Das was machst du doch, Candy. Ja, mach erstmal du das doch. Da gibt's ein Gewichtslimit. Das habe ich überschritten. Ich darf das gar nicht. Weil du fliegst weil nicht Candy alleine. Candy zu schwer ist. Und auf jeden Fall, Flauschi, du wirst das auf jeden Fall machen. Ey, Monsau Ehrenmann. Du warst Kuss, jetzt Kuss, zwei Kuss. Wochen bei mir zu Hause, konntest umsonst bei mir leben und essen. Jetzt wird es Zeit, dass du auch mal einen Fall. Oha, das ist Erpressung. Nee, das ist doch nicht das ist Erpressung, nein, ich Leute. Mach das nicht. Das ist so hoch. Guck mal, der Bär. Volker, danke. Ich mach das doch nicht. Guck mal, ich bin doch nicht verrückt. Da ganz oben soll ich hin und runter springen. Hier an den Strand. Was soll das? Ich mach's. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin nicht Avatar, lebensmüde, Candy. Nicht so wie du. Also, wir haben jetzt mit den Leuten gesprochen und vielleicht macht sich's ja doch. Ich bin sehr gespannt. Paul Bergerin Chessy, 5 Euro. Die lange Fahrt von Karlsruhe nach Köln hat sich gelohnt. Danke für das Autogramm und die Fotos. Freue mich auf die nächste Autogrammstunde. Ey, Chessy, hat mich auch richtig gefreut, dich mal live zu sehen. Und ja, Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. Ich sehe auch gerade bei deinem Profilbild, du hast unser Bild drin, ne? Du hast unser Bild da sogar drin. Nice, nice, nice. Gespannt. Und wir starten nicht von da, wie ich vorhin dachte, sondern wir starten hier. Das ist noch viel, viel schlimmer. Das ist einfach in so einem Abhang. Soll jetzt hier die Klippe runterspringen oder was? Den sieht man vielleicht. Und da wird Flausche gleich runterspringen. Aber die Leute, die das veranstalten, die haben mir jetzt ein bisschen die Angst genommen. Das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist genauso schlimm, muss jetzt wie man auch denkt. Sachen unterschreiben, dass sie sterben könnte, alles drum und dran. Ich bin sehr gespannt, ob sie es macht. Aber wenn sie es macht, kriegen wir auch ein richtig cooles Video am Ende. Die schneiden das sogar für uns. Okay, Leute, jetzt wird es tatsächlich ernst. Ich, soll ich bin auf das GoPro Video jetzt machen. Gespannt. Wir fahren jetzt hoch, die nehmen uns sogar mit. Und wir fahren jetzt tatsächlich einfach hier auf diesem Berg nach ganz oben und da wird Flauschi mit einem Fallschirm komplett runterspringen und hier bis zum Wasser, glaube ich. Ich weiß nicht, wo die Landung ist, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass sie das schafft. Leute, guck mal da oben. Da ist auch einer. Da fliegt einfach gerade jemand. Seht ihr es? Hä? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, ist aber, schon aber weit das muss ich auch gleich machen, Leute. Also wir laufen jetzt zum Auto, Leute.
Jetzt geht's nach oben. Wie geht's dir? Ja, Alter, da wird man wirklich auf den Berg hochgefahren. Ja, ich glaube schon. Oder brichst du ab? Ich glaube, ich flieg. Alter, geht das da weit runter? Ey, die Straßen auf Madeira sind ja wirklich crazy. Okay, wir sind jetzt anscheinend oben angekommen, aber irgendwie sieht das nicht so vertrauenswürdig aus. Die Straßen sind ja wirklich crazy. Das ist jetzt hier die offizielle... Oh, wer ruft mich denn jetzt anonym an? Wer ruft... Denkst du, ich gehe jetzt hier anonym ran, wenn hier jemand im Stream anruft? Glaube nicht. Offizielle Fallschirmstrecke. Alter, Flauschi, sei ehrlich, bist du nervös? Ja, ich bin mega. Mann, ey. Leute, ich habe hier eigentlich ein Geschenk gekauft. Habt ihr am Anfang vom Video gesehen. Aber wenn sie das jetzt hätte, könnten wir einen Herzschlag sehen. Och, Mann, ey, aber sie wird es danach bekommen. Dann wird sie sich... Was ist das für ein Weg? Das ist doch nicht offiziell, Leute. Wir laufen hier bei irgendjemandem durch den Garten. Hier baut sind noch jemand denn? Sein Haus auf? Also, Leute... Da baut einfach... Digga, da baut einfach ungekratzt sein 30. Haus auf Madeira. Flauschi, nicht hinfallen. So, Flauschi, geh da jetzt mal rüber, ohne nass zu werden. Vorsicht! Okay, wo lang? Rechts oder links? Wo ist der hin? Ich glaube, hier links wird gestartet. Ah, ist hier vorne. Leute, wir sind jetzt einfach da. Ich zeige euch gleich mal, wie hoch das richtig ist. Er baut jetzt hier schon mal auf so ein bisschen. Oh, ich würde mich sehr, schon... sehr korrekte Leute. Ich glaube, ich würde mir wirklich Madeira, in die Hose machen. Sehr, sehr freundlich. Und hier geht's gleich los. Ich zeige euch gleich mal, wie es aussieht, wenn der Schirm aufgebaut ist. Das ist pink. Der Fallschirm ist ja wirklich pink. Habe ich extra so bestellt. Was? Alter, Chrissy, 10 Euro. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Sonst hätte ich mir Robux gekauft. Hä? Hab mich aber umentschieden. Aber gönn dir, mach weiter so. Ey, Chrissy, Alter, kauf dir doch lieber Robux, Junge. Ich freue mich doch auch so, wenn du da bist. Aber Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Alter, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil du dir keine Robux gekauft hast. Mann, ey. Was spielst du denn in Roblox? Ein Tycoon oder ein Simulator? Wartet, Leute, hier ein pinker Fallschirm. Natürlich werden wir alles für euch einfangen auf einer GoPro, die wir hier haben. Das ist easy peasy. Okay, Leute, ich würde sagen, wir warten kurz. Gleich kommt der Start und alles drum und dran, denn Flauschi ist eine Macherin, sie traut sich. Macherin, Flauschi ist eine richtige Macherin. Max? Ey, da bin ja sogar ich im Video, das weiß ich gar nicht mehr. Was geht? Warte, guck mal. Was ist los? Siehst du das? Das ist ein Fallschirm. Ich hab Flauschi da gar nichts fliegt getan. Fallschirm. Alter. Was machst du da mit einem Fallschirm? Flauschi wird Fallschirm fliegen. Was? Ja, wir müssen aber jetzt starten. Ich wollte dich nur kurz im Video drin haben. Hilfe, Max! Alter, Flauschi, du bist ja richtig krass unterwegs. Ich will das gar nicht. Okay, wir starten jetzt. Viel Erfolg. Danke, ciao. Abstürzen. Ja, tschüss. Ciao. Einfach Max, Leute. Oh, Leute, da ist sie. Alter! Oh, Alter. Mein Gott, die wird so Angst haben. Flauschi wird jetzt hier Fallschirmspringen, hä? Also, ich glaube, das ist ja... Ist ja kein richtiger Fallschirmsprung. Fallschirmsprung ist ja aus dem Flugzeug raus, aber so, wie nennt man das? Nennt man das Paragliding oder wie nennt man das? Leute, lasst ein Like und ein Abo auf dem Video da. Sie kriegt gerade die Sicherheitsanweisung. Crazy. Also, ich hätte trotzdem Angst, jetzt da über die Klippe drüber zu fliegen, so und, ne? Also, ich will nicht wissen, wie sie sich gerade fühlt. Also wirklich, wie die sich gerade fühlt, das will ich nicht wissen. Schaut euch mal allein an, wie groß dieser Fallschirm hier ist. Das Ding ist wirklich 10 Meter oder so lang. Ich bin sehr gespannt. Also so oder so ist heftig. Scheint gerade irgendwelche Probleme zu geben, Leute. Ne? Nennt man ich doch will so. Nicht wissen, wie sie sich fühlt. Jetzt macht sie sich aber auf den Weg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Guck mal, wie sie also aussieht. Leute, gleich geht's los. Sie sieht einfach wie ein Schildkrötenmensch aus oder so. Digga, Naruto, Dankeschön für 5 Euro. iCrimex, kannst mich grüßen. Und ich will auch so ein großer YouTuber werden wie du und bin dein größter Fan seit Fortnite Season dabei. Kuss. Naruto, Dankeschön für die 5 Euro. Bro, wenn du YouTube machen willst, ihr wisst es, was ich immer sage, zieht durch, YouTube ist kostenlos, fangt an, zieht durch, verfolgt eure Träume, es war genauso mein Traum mal vor 10 Jahren gewesen, also Bro, was soll ich sagen, jeder, der YouTube machen will, macht's einfach, zieht durch, let's go. Es bleibt auf jeden Fall dran. Danke, ich werde jetzt mal ein bisschen mitfilmen, ich finde das selber interessant. Vergiss nicht, die Kamera anzumachen, mach jetzt schon mal an. Wir gehen nochmal hin, ey, Daisy, komm mit. Zeig mal die GoPro. Leute, ich werde jetzt hier mal alles mitfilmen. GoPro läuft, okay, das passt, ich bin sehr gespannt. Okay, Leute, hier wird jetzt gleich der Start sein. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Da steht sie wie eine 1. Und gleich geht's hier runter und dann werden die hier abheben und dann schalte ich auf die GoPro, die an Flauschis Arm ist und dann werdet ihr sehen, wie es in der Luft aussieht. Das werde ich erst danach erfahren. Und ich versuche rechtzeitig zur Landung natürlich noch da zu sein. Ich will jetzt sehen, wie sie losfliegt. Es geht jetzt langsam los. Da hilft ey, das ist ja absolut krank. Es wird hier alles, oh mein Gott, das Leute, jetzt schon mal alle liken und kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen hier auf meinem Kanal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie zieht durch. Lauf! Bro, ich würde mir so... Oh mein Gott, ich hätte so Angst, dass da irgendwas nicht richtig fest ist oder so. Alter, bitte komm mal zu Hause an. Tschüss. Oh mein Gott.
Junge! Das ist ja so krass. Ja. Oh, da vorne sind sie wieder. Was mit der GoPro-Aufnahme? Alter, ich will jetzt nicht wissen, wie die sich fühlt, ne? Sag mir nicht, ihr habt vergessen, die GoPro-Aufnahme Okay, und jetzt schalten wir in die Luft zu Flauschi. Ah, doch. Sie winkt sogar noch. Das ist frech. Alter, das ist schon krass, wie weit es da runter geht, ne? An dieser Klippe. Ja, Leute, das war so cool. Yo. Guck mal, das sieht ja allein im Video schon krass aus, aber in echt muss das ja noch viel, viel krasser aussehen. Runter und müssen die Landung noch kriegen. Aber es wurde mir gesagt, manchmal verpasst man die Landung auch. Zockerboy, ich weiß jetzt nicht, wo Flauschi gerade ist. Wir schalten mal zu hier. Ich habe gehört, das Schwarze Loch in Fortnite. Was? Das Schwarze Loch in Fortnite soll zurückkommen? Aber das wäre natürlich geisteskrank, ne? Ja, sie ist auf jeden Fall noch in der Luft. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Alter. Die fliegen da echt nah an der Felswand entlang. Ich bin jetzt rechtzeitig da und ich werde die Landung gleich filmen. Das war ein cooles Video. Das sieht schon echt entspannt aus. Also wirklich, geht zu Flauschi auf ihren Kanal, lasst den Abo da, schreibt ihr mal in die Kommentare, Dankeschön, dass sie es echt geschafft hat. Bruder, Kuss, ich würde es nicht machen und iCrimex auch nicht. Oh, da ist die Landung. Was redest du da, Candy? Natürlich würde ich es machen. Sagt Candy gerade indirekt, ich würde mich nicht trauen, oder was? Natürlich würde ich mich das trauen. Candy, fordert mich nicht heraus. Aber wirklich schön da. Also auf Madeira kann man das bestimmt mal gut machen. Echt geschafft. Geil. G zu dem Double G. Und sie ist wieder gelandet. Strong, sehr, sehr strong. Aber gut, Leute, das war's von dem Video gewesen. Sie hat durchgezogen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt noch gerne Candy und Flauschi aus. Let's go. So, Freunde, aber ich würde sagen, jetzt ist Zeit für Minecraft, oder? Jetzt ist Zeit für Minecraft. Seid mal ehrlich. Wir steppen jetzt rüber. Ich brauche Musik. Wir brauchen jetzt gute Musik, Leute. Komm, wir hören noch mal den YouTuber-Insel-Song. Das Ding ist, wir müssen mit unserer Zeit jetzt gleich sehr gut haushalten, weil ich habe 1 Stunde 20, habe ich nur noch Zeit in Minecraft, dann mehr Zeit habe ich leider nicht. Und ich will ja eine Base bauen und farmen. Yeah! Woo! Jetzt alle, Leute! Woo! Und ich suche nach meinen Freunden, doch ich weiß nicht, wo sie sind. Die Insel ist kaputt, dieser ganze Hass war nur ohne Sinn. Doch warte mal, kann es sein, ist das eine zweite Chance? Ich glaube schon, pack meine Sachen und beginn von vorne. Ihr seid ja alle bereit für die YouTuber-Insel 2. Das wird mal eine geile Zeit. Alter, Leute, das Video ist wirklich gut. Das Ding ist, Freunde, bevor wir jetzt in Minecraft reingehen, ich hab da noch so eine kleine Idee. Wollt ihr, ich hab's zwar heute in dem Video schon gemacht, aber soll ich euch noch mal ein paar Infos zur Paulberger Limo geben, Freunde? Komm, bevor wir jetzt in Minecraft reingehen, nochmal, geisteskrank. Also für die, die es vielleicht heute am Ende von meinem Vlog schon gesehen haben, ihr werdet, also ne, diejenigen, die den Vlog gesehen haben, ihr habt schon mal die Paulberger Limo-Dose gesehen. Für diejenigen, die es nicht geschaut haben, jetzt hier im Stream, ey, Dankeschön nochmal an Elotrix, danke, nicht der echte, bist der beste YouTuber, weiter so, vielen, vielen Dank, Bro, Dankeschön, danke, danke dafür, 10 Euro, Alter, Kuss. Weiter dein Saiku, Gruß geht raus, danke für den 10er. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt hier mal ganz kurz die Paulberger Limo, die beiden Dosen, beide Geschmäcker. Und ich werde euch jetzt auch hier verraten, wann die Limo rauskommt. Es gibt jetzt nämlich auch ein festes Datum, an dem die Limo erscheint, an dem ihr die Limo bestellen könnt, an dem ihr in die Läden gehen könnt. Ich bin geisteskrank stolz darauf. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach nochmal einmal gemeinsam an, Freunde. Ich mache mir hier noch einmal ganz kurz den Chat auf, damit ich hier besser mitlesen kann im Chat, wie ihr das Ganze findet. Also wie gesagt, ihr habt es vielleicht heute schon in meinem Vlog gesehen. Ich zeige es euch jetzt trotzdem nochmal. Wir fangen mit der ersten Dose an. Oh nein, nein Leute, wegen dem Greenscreen sieht man das nicht richtig. Oh nein, Fail, warum wird das denn ausgeblurrt hier? Hey, was soll das denn? Warte, ey, ist das so ein bisschen, ich
glaube, das reflektiert hier so ein bisschen grün, deswegen sieht man es nicht richtig. Oh Mann, ey, Mann. Warte, ich glaube, ich muss den Greenscreen deaktivieren. Also Luca, dankeschön nochmal für 5 Euro. Kannst mich grüßen, heiße Luca. Kuss, 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 Gruß geht raus an Luca. Dankeschön für die Doni, Bro. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Warte mal, wir machen jetzt einfach mal Trick 17. Ich mache mal ganz kurz hier den Greenscreen aus. Sieht jetzt zwar nicht so fancy aus, aber jetzt seht ihr die Dose einmal richtig. Und zwar, Freunde, das ist Geschmack Nummer 1. Fokussier bitte einmal, Kamera. Kamera bitte fokussieren. Das ist Geschmack Nummer 1. Peach, also Pfirsich, Leute. Kalorienarm. Keine Süßstoffe, kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich bin sehr, 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 sehr stolz darauf. Ihr seht hier das Paulberger Wappen. Ihr seht hier mit meinem iCrimex-Logo, Freunde. Das ist die Paulberger Limo. Geschmack Nummer 1. Seid mal ehrlich, wie findet ihr es so? Also ich muss sagen, das Design gefällt mir extremst gut, weil ich wollte nicht irgendwas sowas Knallbuntes machen, sage ich euch ehrlich. Kannst du bitte nochmal fokussieren, die Kamera? Ich wollte nicht irgendwie sowas Knallbuntes machen. Ich wollte was machen, was einfach cool, sympathisch, nett aussieht. Und ich finde, die Dose ist einfach, es sieht einfach nice aus. Es sieht einfach nach einer nicen Limo aus. So richtig, ich finde das einfach sympathisch. Ich wollte nicht sowas quietschbuntes machen und keine Ahnung was. Ist wie gesagt auch kalorienarm, extrem wenig Zucker. Ich bin wirklich stolz drauf. Ich hoffe, ihr gebt dem Produkt alle eine Chance und werdet es probieren, weil es wird euch bestimmt schmecken. Also ich habe es so gemacht, den Geschmack, dass es mir auf jeden Fall hundertprozentig schmeckt. Ich hoffe euch natürlich auch. Geschmäcker sind natürlich immer verschieden. Und deswegen, weil Geschmäcker verschieden sind, haben wir natürlich auch einen zweiten Geschmack, Leute. Also erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback hier gerade im Chat. Ich lese durchgehend nur 10 von 10, 9 von 10, alles. Ihr könnt aber auch ruhig ehrlich sein. Wenn ihr irgendwas heftig Buntes oder so erwartet habt, dann habt ihr vielleicht jetzt, hat das jetzt vielleicht nicht so euren Geschmack getroffen, aber ich find's cool. Wir kommen zum Geschmack Nummer 2, Leute. Und zwar ist das hier, zack, Leute. Hallo? Einmal bitte fokussieren, Kamera. Ey, immer diese Kamera, Leute, die macht mich fertig hier. Und zwar ist das hier der Bubblegum, also der Kaugummi-Geschmack, Freunde. Ja, auch natürlich wieder ohne Süßstoffe, kalorienarm, Freunde. Finde ich auch sehr cool. Also jetzt hier beide Dosen nochmal zusammen. Einmal so gelblich, ne, und einmal so rosa für Kaugummi. Und das Ding ist, Leute, der ein oder andere denkt vielleicht jetzt so, oh, Kaugummi, schwierig. Aber, Freunde, wenn ich euch sage, vertraut mir, wir haben wirklich monatelang, ihr wisst es aus meinen Videos, aus meinen Shorts, ich habe es euch immer wieder erzählt, ich bin jetzt auch schon sehr lange an der Produktion von der Limo dran und wir haben wirklich lange probiert bei den Geschmäckern, aber Leute, wenn ich euch sage, wenn ihr mir einmal im Leben vertrauen müsst, dann ist es wirklich bei diesem Geschmack Kaugummi, Freunde. Weil, wir haben es nur Kaugummi genannt, aber es sind, wie gesagt, keine künstlichen Süßstoffe, es ist quasi eine Beerenmischung. Es ist quasi eine Mischung aus verschiedenen Beeren und ich schwöre es euch, also wenn ich das trinke, es erinnert mich an meine Kindheit zurück. Weil es schmeckt irgendwie so ein bisschen wie eine Limonade aus dem pinken Hubba Bubba. Kennt ihr das pinke Hubba Bubba aus dieser Rolle noch damals? Bro, ich habe das getrunken. Es war einfach Nostalgie, Kindheit so. Und deswegen haben wir es Bubblegum genannt, weil es ist eigentlich ein Beerenmix, nur natürliche Inhaltsstoffe. Aber es schmeckt einfach irgendwie ein bisschen nach diesem Kaugummi. Ich finde es extrem nice. Also Bubblegum ist mein persönlicher Favorit, weil ich den Geschmack so geisteskrank nice finde. Und der Pfirsich Geschmack schmeckt so wie, ich will jetzt nicht sagen, ist so ein bisschen wie, stellt euch Eistee Pfirsich vor, mit Kohlensäure. Also, glaube ich, trinkt auch irgendwo jeder sehr gerne, Leute. Ja, deswegen, also eine Sache so ein bisschen experimenteller, das Bubblegum. Und eine Sache, was, glaube ich, gefühlt jeder mag, Eistee-Geschmack, aber mit Kohlensäure. Ich glaube, da ist für jeden Geschmack was dabei. Hier auch nochmal zwei Donis. Dankeschön einmal Lamdogs. Ey, Lamdogs, Kuss geht raus. Liebe Grüße. Moin Max, kannst du vielleicht auf meine Nachricht bei Insta antworten? Ey, ich schau rein. Ich hab's leider nicht gesehen, Bro. Ich guck nach dem Stream rein, okay? Kuss, Kuss, Kuss. Danke für die Doni, Alter. Wäre nicht nötig gewesen. Und Marvin, Alter. Marvin FLOG hier im Chat. Dankeschön, sieht richtig geil aus. 10 von 10. Das Ding ist, Leute, Marvin, kleine Story hier an der Stelle. Warte, ich mache den Greenscreen wieder an. Das Ding ist, Leute, Marvin und ich, wir fahren morgen in die Produktion von der Paulberger Limo. Ich bin morgen einfach bis übermorgen unterwegs, also ich bin nicht zu Hause, weil ich fahre in die Produktion der Paulberger Limo. Marvin kommt mit, er begleitet mich dabei. Ich freue mich sehr auf morgen. Also ich werde da auch einen coolen Vlog drehen. Wir werden sehen, wie die Dosen abgefüllt werden, wie das Ganze produziert wird. Da werden 500.000 Dosen werden da stehen. Es wird sehr, sehr cool werden. Also das Video kommt auf jeden Fall auch bald.
Und jetzt kommen wir noch zu der Frage, wann die Paulberger Limo erscheint. Ja, extrem viele haben es gefragt. Viele fragen sich, wann ist es denn soweit? Es hat es ja öfter verschoben, ne? Ich dachte anfangs, es wird im Sommer. Aber es sind einfach so viele Prozesse da dran, Leute. Also, ne, ihr müsst da verstehen, wir haben ewig lang auf dieses Pfandetikett gewartet. Und manche Sachen, ne, haben wir doch nochmal ein bisschen den Geschmack verfeinert. Und das Dosendesign. Und wie das halt immer so ist, Leute. Sachen brauchen länger, aber es sollte perfekt werden. Jetzt haben wir es geschafft. Also, meiner Meinung nach ist es ein perfekter Geschmack, ein perfektes Design. Und deswegen ist es jetzt soweit. Und zwar, die Paulberger Limo erscheint noch diesen Monat. Es ist sogar noch im Oktober, Leute. Und zwar, Trommelwirbel, und zwar ist es am 29. Oktober, Leute. Markiert euch alle, lasst mal jetzt wirklich alle, komm, ihr nehmt jetzt mal alle euer Handy in die Hand. Ihr nehmt jetzt mal alle, wir sind ja fast 10.000 Zuschauer. Ihr geht jetzt mal alle in eure Kalender-App rein, Leute, und markiert euch jetzt mal den 29. So, das ist hier sogar Ende der Sommerzeit, steht da. Ihr markiert euch jetzt mal alle hier den 29. Oktober. Und da tragt ihr euch jetzt mal Paulberger Limo ein. Ich mache das jetzt auch hier. Paulberger Limo. Markiert euch das am 29.10. um 12 Uhr. Das ist ein Sonntag. Die Woche danach, montags dann natürlich im Laden. Aber am Sonntag erscheint es dann online, Freunde. Ab 12 Uhr kann man das Ding online bestellen oder eben die Tage danach in vielleicht einem Supermarkt bei euch in der Nähe. So, und deswegen, also am 29.10. um 12 Uhr. Ich habe es mir eingetragen. Ich zeige es euch. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt alle, Leute. Jetzt alle mitmachen. Alle einmal eintragen. Einmal alle die Markierungen hier rausbekommen. Zack. Paulberger Limo, Freunde. Sieht man das hier? 12 Uhr, 29. Oktober. Jetzt alle markieren. Wir werden da auch streamen. Es wird nice. Welche Läden? Das Ding ist immer, Freunde, bei den Supermärkten. Das muss ich euch auch noch kurz erklären. Ich kann nicht genau sagen, in genau dem Laden gibt es das. Ich weiß, dass wir bei Edeka und bei Rewe sind wir, ihr müsst euch so vorstellen, es gibt so, wenn man ein Produkt hat und in einen Supermarkt kommen möchte, dann haben diese Supermärkte quasi wie so eine Art Verteiler. Und der einzelne Supermarktinhaber entscheidet dann aber nochmal, ob er das Produkt wirklich in seinem Laden verkaufen will. Das heißt, wir sind prinzipiell bei Edeka und bei Rewe sind wir drin. Aber wenn jetzt natürlich dein Edeka bei dir in der Nähe, sagen wir mal, der Chef heißt da Peter, wenn jetzt der Peter dann sagt, ey, nee, will ich nicht, dann... Also das heißt, die einzelnen Läden können dann halt auch nochmal selbst bestimmen, ob sie das haben oder nicht. Deswegen kann ich jetzt hier nicht sagen, dass es jetzt wirklich dann in jedem Edeka deutschlandweit am Start sein wird. Das kann ich jetzt hier leider nicht sagen. Aber ich weiß, ihr müsst einfach bei euch in der Nähe zu einem Laden hingehen und gucken. Also Edeka oder Rewe, Leute. Edeka oder Rewe, merkt euch das. Im Edeka oder Rewe sind wir drin. Geht bei euch dann einfach ab dem 30. dann, das ist der Montag nach dem Release, 29. kommt raus, 30. Geht einfach montags hin zu Edeka oder zu Rewe, schaut, ob es da ist und wenn nicht, dann fragt nach. Es kann sein, dass vielleicht erst angeliefert wurde, fragt einfach mal nach, ist vielleicht noch hinten im Lager drin, also Edeka oder Rewe am 30. Aber Leute, ich werde euch auch noch genauere Infos dazu geben. Wie gesagt, ich fahre morgen in die Produktion, da bekomme ich noch mehr Infos. Aber was ihr euch auf jeden Fall merken könnt, ist der 29.10., dann ist es soweit. Paulberger Limo erscheint. Ich bin geisteskrank stolz auf dieses Projekt, Freunde, weil ich habe so das Gefühl, manche Sachen sollen einfach so sein. Wisst ihr, wie ich meine? Manche Sachen sollen einfach so sein und ey, ich mache YouTube jetzt 10 Jahre lang und dieses Paulberger-Ding, Leute, ihr wisst es, dieses Paulberger-Ding, das begleitet uns seit Jahren. Wir ziehen das seit Jahren durch und was könnte besser sein als ein Community-Produkt, als eine... Guck mal, Leute, wir sind hier fast 3,4 Millionen Menschen. Dieses Paulberger-Ding ist eine Bewegung. Wir haben aus einem erfundenen Wort ist eine Marke geworden. Versteht ihr eigentlich, wie stolz ich bin? Versteht ihr das, wie stolz ich bin? Wirklich, ich habe nur Liebe für euch. Ich habe euch alle so lieb, weil ich so geisteskrank stolz darauf bin, was wir geschaffen haben. Aus einem Spaßwort, aus einem Stream vor Jahren ist eine Marke entstanden. Checkt ihr das, wie verrückt das ist? Das ist ja ein Fantasiewort, Paulberger. Und daraus ist ein eigenes Produkt entstanden. Und deswegen, ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Ich würde mich geisteskrank darüber freuen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, der 29.10. Wenn ihr dem Produkt einfach die Chance gebt. Wir haben sehr viel Zeit, Geld, Liebe, Energie investiert. Wenn ihr dem Produkt einfach die Chance gebt, würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und deswegen, Kuss geht raus. Ihr könnt natürlich auch, weil ich es hier gerade im Chat lese, Österreich, Deutschland, Schweiz, natürlich alles am Start. Leute, könnt ihr überall bestellen. Leute, das ist es, ja. Also checkt das Ding aus, 29.10., ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt rein in Minecraft. Let's go.
So, ich bin sehr, sehr stolz. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf. Und ich hoffe, ich bin wirklich auf eure Reaktion gespannt. Wie euch das denn schmecken wird. Aber gut, hier nochmal Dankeschön für ein Subgift, Leute. Couscousus bedankt euch hier mal für das Subgift. Ehrenmann, Digga. Und Simbas, auch noch neuer Ehrenmann. So, wir gehen jetzt aber rein in Minecraft. Es wird Zeit, Freunde. YouTuber, Insel, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Abfahrt, Freunde. Wir müssen jetzt aber auf die Zeit achten. Ich glaube, ich habe noch so eine Stunde 20 circa Zeit. Dann werden wir nämlich rausgeworfen, weil ihr wisst es, Leute, die Zeit auf der YouTuber-Insel ist begrenzt, Freunde. Ist jemand online? Nein, ist niemand online. Okay, das heißt, wir können ganz entspannt Base bauen. Aber jetzt brauche ich erstmal hier ein bisschen Musik. Ich brauche jetzt hier Musik, Leute. Die Adventure-Musik, Leute. Oh mein Gott. So, wir sind back, Freunde. Wir sind back. Oh mein Gott, so. Wir nehmen mal direkt noch ein bisschen schön Essen hier mit aus unserer Farm. Das Ding ist, Freunde, ich habe jetzt ein paar Ideen. Ihr müsst mir mal sagen, was ihr besser findet. Entweder wir nutzen diese Stunde. Man muss hier wirklich schlau überlegen, wie man seine Zeit nutzt. Entweder wir nutzen die Stunde, um Diamanten zu farmen, Loot zu farmen. Oder wir nutzen die Stunde, um unsere Base zu verbessern. Das ist halt die Frage. Was würdet ihr sagen? Eins in den Chat zum Farmen, zwei in den Chat Base ausbauen. Ich weiß es nicht. Weil das Problem ist, die Diamantenrate ist extrem niedrig. Also es ist unwahrscheinlich, dass wir überhaupt Diamanten finden. Es könnte auch Zeitverschwendung sein. Okay, wir haben wieder ein bisschen Essen. Aber eine krassere Base an sich wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, schön Eisen. Oh, Leute, Eisen haben wir mittlerweile echt hier ganz gut schon. So, Goldapfel auch immer wichtig. Okay, was sagt ihr? Es ist geteilt. Die Meinungen sind verschieden hier. Manche sagen eins, manche sagen zwei. Oder wisst ihr was? Wir können es ja vielleicht ein bisschen aufsplitten. Wir gehen erst ein bisschen farmen und dann werden wir Base bauen, okay? Dann werden wir unsere Base weiter ausbauen. So, hier ist Flauschis Haus. Wir nehmen hier mal noch ein bisschen Essen von Flauschi mit. Essen ist immer Mangelware. Das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, die ich machen würde. Und zwar würde ich eine größere Farm bauen, damit wir nicht immer so Essensmangel haben. Hier auf der YouTube-Insel. So. Zack, Dankeschön, Flauschi, dass wir deine Felder benutzen dürfen. Ehrenfrau. Vielen, vielen Dank. Oh, zack, da können wir nichts mehr machen. Komm, dann lass uns so machen, Freunde. Umfrage. Sollen wir eine. Oh, das ist eine gute Idee. Wir machen schnell eine Umfrage. Okay, warte. Umfrage starten. Was sollen wir machen? Basebau? Basebauen oder Farmen? Mit Farmen ist quasi so Dias oder Loot und so, ne? Gemeint. Okay, Umfrage starten, Leute. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Wie entscheidet ihr euch? Oh, es wird schon wieder Nacht auf der YouTube-Insel. Was sagt ihr, Freunde? Was sagt ihr, Live-Chat? Jetzt übrigens mal alle liken und kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Oh, 53% sind für Basebauen. Ey, das ist wirklich fast 50-50. Der Wecker ist gestellt. Werde mir sofort Bubblegum und Pierce bestellen. Ehre, Dankeschön, Paul Berger und Jesse. Aber ich habe ja da auch deine Adresse. Ich lasse dir auch sowas zukommen, weil du immer so hilfst. Dankeschön. Oh, Leute, es ist wirklich... Okay, mehr Leute wollen, dass wir Base bauen. Passt auf, Freunde. Dann machen wir es so. Oh, guck mal, hier ist ein Schaf. Wir müssten auch mal eine Essensfarm machen. Vielleicht ein paar Tiere. Bei Hühnchen wären eigentlich gut. Oh nein, da ist ein Creeper. Oh mein Gott, das war knapp. Passt auf, Leute. Wir machen es folgendermaßen. Wir werden kurz farmen gehen. Und dann werden wir unsere Base weiter ausbauen. Das ist doch ein gutes Ding, oder? So eine gute Taktik. Lass uns nochmal kurz gucken, ob wir ein paar Diamanten finden. Weil Diamanten sind echt so selten. Diamanten sind so viel wert. Und vielleicht haben wir noch die Chance, ein bisschen was zu finden. Wer weiß. Ey, wer hat sich hier reingebaut? Das sieht aus, als hätte jemand versucht, sich hier in meine Base reinzubauen. Ey! Was willst du denn? Junge, weg mit dir! So. Epische Musik ist doch schon an, Bro.
Dankeschön, Stefan. So, gut, Leute. Ich glaube, wir haben eine gute Taktik. So, das Essen nehmen wir mal noch mit. Wir können alles an Essen gebrauchen. So, ein bisschen Fackeln nehmen wir uns auch mal noch direkt mit. So, ein paar Fackeln, Leute. Denn dann werden wir jetzt in eine Höhle gehen und hoffentlich Diamanten finden. Wir werden die Diamantenjäger. Diamantenjäger Crymax am Start. Okay, wir brauchen Spitzäxte. Wir brauchen Eisenspitzäxte. Pickaxes. So, zack, ein bisschen Rüstung. Die können wir gegebenenfalls noch als Ersatzrüstung nehmen. Ich mach mir noch einen zweiten Helm. Wer weiß, ob wir das Ganze überleben werden. Schnell, Leute, schnell. Die Zeit läuft. Nur noch 1:13. Dann werden wir ausgelockt und können hier nichts mehr machen. Okay, Materialien. Check. Pfeile brauchen wir eh noch nicht. Ich habe eh noch keinen Bogen. So, vielleicht noch mal ein neues Schild. Komm, wir machen noch mal ein neues Schild. Auf sicher. Auf Safeness. Auf safe, Freunde. Nochmal ein neues Schild. Oh nee, weil ich brauche mehr Holz. Oder was sagt ihr, Leute? Ist euch die Musik zu episch? Warum ist mein Chat gefreezed? Mein Chat hängt, Leute. Mein Chat läuft nicht mehr. Was soll das? Braucht doch meinen Chat hier. Warte, ich muss mir einmal den Chat nochmal aufmachen. Nein, nein, nein. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt, Freunde. Nein, 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 was denn mit meinem Chat jetzt? Warum lädt das nicht? Warum lädt der Chat nicht? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit hier. Come on. Hä? Ey, Leute, mein Chat. Ich kann den Chat gerade nicht lesen. Was ist das? Come on. Schnell, okay, da ist er wieder. So, der Chat ist wieder da. Okay, Umfrage beenden. Ich weiß, ihr seid für Base bauen. Wir werden auch die Base weiter ausbauen. Aber ich werde noch kurz versuchen, ein paar Dias zu farmen, okay? Wir gehen ganz kurz noch auf Dia-Jagd. So. Wir machen noch zwei Spitzäxte. Zack, zack, zack. Woo, let's go! Diamantenjäger Crymax am Start. Okay. Es geht los. Es geht los, Freunde. Eine Sache habe ich noch ganz kurz vergessen, Leute. Eine Sache noch. Ich mach mal jetzt hier noch einmal kurz den Mitglieder-Only-Chat an, damit ich den Chat ein bisschen besser mitlesen kann. Ich mach den Chat später wieder für alle auf. So. Mitglieder-Only-Chat. Let's go. Jetzt kann ich hier nämlich besser eure Tipps und Tricks lesen. Was geht ab? Ich mach später wieder den Chat für jeden auf. Okay. Wir müssen jetzt eine gute Höhle finden. Vielleicht mal in die andere Richtung laufen. In der anderen Richtung war ich noch gar nicht. Da finden wir vielleicht mal eine gute Höhle. Wann kommt die Limo nach Österreich? Ich liebe dich. Kuss, kuss, kuss. Ja, zum gleichen Zeitpunkt. 29.10. Deutschland, Österreich, Schweiz. Oh. Oh, was ist das hier für eine eklige Höhle? Okay, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein, Leute. Ey, Numex, Ehrenmann. Tinomo, Ehrenmann. Herbeli, Urs. 10 Schweizer Franken. Kuss, kuss, kuss. Boah, Leute, in dem Teil der Insel war ich noch nie gewesen. Ich werde mich echt ein bisschen hier ranhalten. Wir sind die Diamantenjäger. Diamond Hunter Crymax. Das Ding ist, was viele von euch ja nicht wissen. Oh, da ist ein Papagei. Leute, wie können wir den zähmen? Wie können wir einen Vogel zähmen? Ich will ein neues Haustier haben. Ey, Joel Hammes, was geht? Wie geht das nochmal, Live-Chat? Mit einem Korn, oder? Einfach nur ein Korn? Nein, wir brauchen mehr. Yay, wir haben einen Vogel. So, komm mit, Vogel. Alter, wir haben ein Haustier, Leute. Wie sollen wir den nennen? Paulberger Papagei. So, wie soll man den nennen, Freunde? Wir brauchen einen guten Namen. Jetzt mal in den Chat schreiben.
Oh mein Gott. Das Abenteuer beginnt. Wir brauchen eine gute Höhle. Oh, hier hat irgendjemand gebaut. Vielleicht finden wir irgendwie hier so eine Wasserhöhle. Die sind ja auch manchmal nicht schlecht. Hm. Ey. Alter, Blackjack seit 74 Monaten, Ehrenmann. LOL. LOL, Alter. Blackjack seit 74 Monaten. Leute, was ist 74 durch 12? Du bist doch schon seit 6 Jahren hier, Alter. Blackjack, krassester Ehrenmann. Joni, Ehrenmann, Dankeschön. Janis, 1 Euro, Kurs. JGHG, Ehrenmann. Marlon Gamer, 2 Euro. War geil in Köln. Wann machst du die Geschenke? Ach, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Stimmt, ich habe ja auch noch hier Livestream-Geschenke, die ich öffnen muss. Stimmt. Oh, ich muss gucken, wie wir durchkommen heute. Ich weiß nicht, hier in dieser Eis, das sieht hier gerade nicht so... Das sieht hier gerade irgendwie weniger nach Ding aus. Das sieht hier gerade irgendwie nicht nach Höhlen aus. Hm. Hm, Leute. Ja, wir suchen weiter. Wir suchen weiter. Mitglied, seitdem du Mitglied machen kannst. Crazy. Also Blackjack wirklich krass, krass, krass. 74 Monate. Heftig. Tipp, bau dich nach unten, bis du Höhe 40, 50 erreicht hast. Bau alles ab, damit du Dias findest. Meinst du, das funktioniert, Stripmine? So Stripmine, das hat bei mir eben noch nie so funktioniert. Also wir können es von mir aus kurz probieren, aber... Wer hat denn hier was gebaut? Das ist die Karte zum geheimen One Piece. Als ob da noch niemand bei der Schatzkarte war. Ist doch schon erkundet, Leute. Da brauche ich nicht hinzugehen. Wir nehmen sie trotzdem mit. Hm. Leute, ich glaube ehrlich gesagt, wir verschwenden hier gerade mehr unsere Zeit. Ich glaube, wir verschwenden hier gerade mehr unsere Zeit. Lol, wer hat denn da eine Skybase gebaut? Wisst ihr was? Ich werde ein paar Äpfel farmen. Das brauchen wir nämlich auch immer. Goldäpfel, wichtig zum Fighten. So, Vogel herkommen. Suche eine große Höhle. Ja, das Problem ist, die großen Höhlen, die sind ja an sich, werden die ja schon alle von den anderen abgefarmt worden sein. So, wir bauen hier mal ein bisschen was ab. Oh, da ist schon ein erster Apfel. Nice, Freunde. Wichtig. Wichtig und wichtig. Aber wir werden in eine große Höhle reingehen gleich. Sagt die Zeit. 1:06. Okay, alles gut. Alles gut, Leute. So, schnell weiter. Ein paar Dias. Das Ding ist, ich würde gerne 2 Dias finden, damit wir einen Verzauberungstisch machen können. Aber dafür brauchen wir halt 2 Dias. Verzauberungstisch wäre halt übelst wichtig. Selbst wenn es nur unsere Eisenrüstung ist, die wir verzaubern könnten. So, hier einmal ein paar Bäume. Ist die Paulberger Limo deutschlandweit zu kaufen? Das habe ich ja gerade erklärt. Prinzipiell schon. Aber es kommt halt immer noch mal auf die einzelnen Läden an, ob sie der Paulberger Limo vertrauen. Ob sie das dann auch bei sich listen und bestellen. Versteht ihr das? Weil ihr müsst, also jeder Supermarkt hat ja so einen Filialleiter und der entscheidet ja am Ende des Tages, was er bestellt oder was nicht, ne? So. Aber ganz, ganz wichtig ist, geht einfach in den Laden rein, geht einfach in den Supermarkt rein ab dem 30. und fragt einfach nach. Vielleicht haben sie es ja noch nicht rausgeräumt dann und ist noch im Lager. Einfach nachfragen, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Kommen hier nochmal Äpfel oder nicht? Hallo, ich brauche mehr Goldäpfel. Falls so Rabauken wie Alphastein angreifen. Hm.
Naja, gut. Wir haben einen Goldapfel. Wir gehen weiter. Also ich weiß, dass unter Candys Haus eine Riesenhöhle ist. Da waren wir ja schon mal drin. Aber da habe ich keine Dias mehr gefunden. Das wurde alles schon weggelootet. Deswegen brauche ich da eigentlich nicht reinzugehen. Ich glaube, das bringt irgendwie gefühlt nichts. Außer wir versuchen es einfach mal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Trick 17. Wir versuchen uns kurz mal irgendwo durchzubauen. Vielleicht haben wir Glück, finden Diamanten. Wenn nicht, dann fangen wir jetzt gleich an, Base zu bauen, weil sonst ist das hier Zeitverschwendung. Dann kümmern wir uns lieber darum, dass wir gutes Essen haben. Herbert, Reichert, Dankeschön. Chrissy, Kuss, danke. Ja, war denn hier nochmal der Eingang in die Base von Candy? Marlon Gamer, 6 Euro, vielen Dank. Ich habe einen Vlog über Köln gemacht, wo ich dich getroffen habe. Kannst du bitte reagieren? Dauert 2 Minuten auf meinem Kanal. Alter, safe, Marlon Gamer. Hä, coole Idee. Machen wir nach Minecraft. Okay, reagiere ich drauf. Warte. Ich markiere mir das einmal. Ist es ja... Zack. Warte, Marlon Gamer zum Kanal. Cool. Ich freue mich. Hey, wir werden drauf reagieren, ja? Danach, nach Minecraft. In einer Stunde so. So. Okay, Leute. Da geht's runter. Da geht's runter in die Finsternis. Papagei, bleib du am besten oben. Das hier unten ist nichts für kleine Vögel. Oh mein Gott. Das hier ist eine Big Baba Bubu Höhle. Übelst viel Skelett, ihr seht schon. Aber hier sind halt keine Diamanten mehr. Wir sind jetzt schon Höhe 14. Was ist eine gute Höhe zum Dias Farm? Eigentlich noch ein bisschen tiefer. 3. Irgendwo unter 0 wahrscheinlich, oder? Also in der Höhle... Oh Gott, da ist ein Creeper. In der Höhle war ich schon, deswegen brauche ich da nicht durchzugehen. Kann ich euch schon sagen, dass wir nichts finden. Aber wir könnten echt versuchen... Oh, ich dachte ein Dia, ey. Das prankt einen jedes Mal hier, das Zeug. Wir sind in Höhe minus... Oh, hier ist Warden! Leute, hier ist ein Warden-Gebiet! Oh mein Gott. Leute, hier ist Warden-Gebiet. Da müssen wir richtig aufpassen. Wenn der Warden kommt und mich wegklebt, dann war's das. Da müssen wir jetzt richtig aufpassen, mein Freund, okay? Warte mal. Leute, ich muss hier ganz kurz, tut mir leid. Ich muss kurz die Musik ausmachen. Sonst höre ich dir nämlich den Warden nicht und der verkloppt mich dann. Ach du heilige Leute, hier ist Wardengebiet. Stannis Nachbar von Flausch hier. Geh da weg, Papagei! Der lockt hier noch den Warden an. Ey, da müssen wir richtig aufpassen jetzt hier, ne? Wie lockt man, wie können wir denn hier rumlaufen, ohne den Warden anzulocken? Wisst ihr das? Ich habe jetzt hier gar keinen Bock zu sterben. Wenn man schleicht, oder was? Das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant, Leute. Welche Höhe sind wir? Minus 38. Kann ich hier irgendwo die Wasserquelle abzwacken? Ah ne, das läuft von oben durch. Ah, ich will irgendwie weiter runter. Aber ich will hier nicht dieses Wardengebiet entlang laufen. Warte mal, wir versuchen mal ganz kurz was. Ah, das schickt trotzdem diese Signale.
Das schickt dir trotzdem diese. Ich kann da nicht entlanglaufen, Leute. Ich werde. Der Warden wird mich. Der wird mich fertig machen. Das schickt doch hier die ganze Zeit Signale, obwohl ich am Sneaken bin. Was soll ich machen? Nee, nee, nee. Nee, 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 alles gut. Das ist mir hier. Das ist mir hier zu heiß, Leute. Das ist mir hier echt zu heiß. Einfach Warden-Gebiet hier. Ist bei Höhe minus 33. Ist doch eine gute Dia-Höhe, oder? Komm, wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Wir machen hier mal kurz. Gucken, ob was kommt. Oh! Hier ist eine kleine Höhle. Ah, bringt leider nichts viel, nicht viel. Ja, ich weiß ja nicht, Freunde. Ich glaube aber, minus 58 ist das Beste. Okay. Okay, Leute, wir gehen mal auf Höhe minus 58. Ich vertraue euch jetzt mal. Ey, Nathaniel, dankeschön. Für den Subgift. Kuss, Kuss, Kuss. Okay, wisst ihr was? Dann können wir ja mal wieder hier Musik machen. Dann machen wir wieder hier Abenteuermusik. So. Wir gehen mal kurz auf Höhe minus 58. Oh, Lapis Lazuli. Gehe hier ganz auf Nummer sicher. Wenn ich mich hier runterbaue. Sicher, dass minus 58 gut ist, geht minus 55. Ich vertraue euch jetzt mal, Live-Chat. Ich hoffe, ihr habt recht. Aber wie gesagt, es ist sowieso super schwer, hier Dias zu farmen. Weil wir haben die Chance auf Dias auf 15% nur noch gestellt. Also die sind gefühlt... Gefühlt gibt's gar keine Dias mehr. Ja, komm, wir versuchen mal kurz. Wie viel Zeit haben wir noch? 57 Minuten, okay. Wir versuchen jetzt kurz, ob wir was finden, weil... Leute, es wäre eigentlich so wichtig. Es wäre eigentlich so wichtig, weil wenn wir zwei Dias hätten, könnten wir einfach einen Verzauberungstisch machen. Dann wären wir richtig OP. Überleg mal, wir könnten jetzt schon verzaubertes Schwert und so machen. Da würde ich Alphastein direkt wegkleppen. Nathaniel, dankeschön nochmal für ein Subgift. Kuss, 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 Gameboy, Ehrenmann. Überlegt euch, wie OP wir dann wären, wenn wir verzaubern könnten. Ja, da kommt aber irgendwie gar nichts hier, ne? Sicher, dass das hier so eine gute Höhe ist, Leute? Oh, ein bisschen Gold. Wenigstens Gold. Wenigstens ein bisschen Gold, Leute. Ey, Michelle, Ehrenmann, Pauline, Ehrenmann und Nathalie nochmal ein Subgift. Ey, Leute, was geht denn hier gerade ab? Ihr dreht ja jetzt hier völlig durch. Mein Papagei, der treue Begleiter, auch immer mit dabei. Ich hab mal gehört, man soll immer so alle zwei... Dinger reinbauen. Vielleicht kommt dann ja was. Wer weiß. Einmal Glück haben. Eine Ader. Eine Diamantader könnte schon uns helfen. Eine Dia-Ader, Freunde. Wir brauchen nur eine. Denkt ihr, das bringt sowas? Oder sollen wir lieber... Ich weiß es nicht. Minus 175 Beste. Bro, es geht gar nicht. Also ich glaube, ich sage euch ehrlich, ich glaube, wir verschwenden gerade unsere Zeit.
Glaube fast, wir verschwenden gerade unsere Zeit. Flauschi hat Mending, ja, ich weiß, überkrass. 10 tiefer, so, es geht gar nicht 10 tiefer, Leute. Aber wir können ja mal spaßhalber gucken. Warum habe ich das Gold gar nicht aufgesammelt? Hä? Heute habe ich das Gold gar nicht aufgesammelt? Wo ist denn das Gold, was ich gerade abgebaut habe? Hä? Wo ist das Gold, was ich gerade abgebaut habe? Was soll denn das jetzt? Einfach verschwunden. Okay. Danke für nichts. Ja, guck, hier ist nämlich schon der Endstein. Da ist schon der Endstein. Viel mehr geht gar nicht. Ah, Mann, Leute. Ich glaube, wir gehen unsere Base bauen. Das bringt hier nichts. Also bei dem Diamanten, bei der Diamantenchance ist das gefühlt ein bodenloses Unterfangen hier. Komm, bitte, bitte, Bro, bitte. Einmal. Gönn doch einmal. Guck mal, dieser ganze Chunk hier ist doch nichts. Kann doch gar nicht sein. Höhle wäre besser. Man kann jeden Tag nur eine Stunde. Ich habe jeden Tag hier nur eine Stunde. Deswegen ist jede Minute, wo hier nichts kommt, ist Zeitverschwendung. Und das Problem ist, die Höhle, die ist halt schon gelootet. Das weiß ich. Und ich weiß nicht, wo noch eine weitere Höhle ist. Das bringt dann nichts. Ja, komm, Leute, das ist hier leider... Ich muss leider sagen, ist Zeitverschwendung. Ist leider Zeitverschwendung, Leute. Aber hier ein bisschen Lapis können wir mitnehmen. Das brauchen wir eh zum Verzaubern. Marlon Gamer ist mein Freund. OMG Ehre. Kuss, Kuss, Kuss. Danke, Bro. Schade. Warum habe ich meinen Vogel da jetzt eingesperrt? Kommt der jetzt nicht hinterher, oder was? Spawnt der nicht irgendwann hinter mir, wie so ein Hund? Nein! Ey, mein Vogel... Oh Gott, ich dachte schon, der wäre da unten eingesperrt. Ein armer Vogel, Junge. Okay, Leute, die wollen hier fighten. So, weg mit dir. Ey, ey! Oh mein Gott, Bro. Die machen hier auch wirklich so fett Schaden, die Monster. Wir könnten hier wenigstens noch ein bisschen Gold für Goldäpfel mitnehmen. Dann hat sich wenigstens das gelohnt. Ich will halt einfach nicht so unnötig jetzt hier in der Höhle gewesen sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Spinne, lass mich in Ruhe. Irgendwie haben die Zombies eine größere Range bekommen beim letzten Update, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie Angst, hier unten drauf zu gehen. Au, ey, die verkloppen mich hier. Oh mein Gott. Erstmal kurz was essen. Was ist denn das überhaupt hier gerade für eine Musik? Kann ich mal bitte jetzt hier Abenteuer-Action-Musik haben? Oh oh. Komm zu mir. Oh mein Gott. Bro. Bro, was mache ich hier? Ey, wenn ich hier unten drauf gehe, ich krieg meinen Loot nie wieder. Wenn ich hier unten drauf gehe, ich krieg meinen Loot nie wieder. Just saying. Wie viele Zombies sind denn hier? Hä?
Wie geht das? Wie geht das, dass hier so viele Zombies sind? Wenigstens können wir uns mal gleich einen Bogen machen von den ganzen Spinnennetzen. Hier nochmal ein bisschen Gold. Nehme ich natürlich mit Kusshand. Okay, wenigstens Gold ist hier noch ein bisschen in der Höhle. Das sollten wir jetzt noch mitnehmen. Komm. So, da ist nochmal ein bisschen Gold. Leute, es tut mir leid, dass ich hier gerade zu wenig auf den Chat achte. Ich muss hier nur wirklich aufpassen. Ey, ich sag euch, Zombies haben wirklich eine größere Range beim Schlagen bekommen. Das war nie so. Treffen einen irgendwie viel mehr als früher beim letzten Update. Oh mein Gott. Er soll deine Chat lesen. Bro! Wie soll ich Chat lesen und hier gegen Monster kämpfen? Ich bin auch nur ein Mensch. Oh. Okay. Leute, leider keine Dias, aber dafür Gold. So, diese andere Critical. So, unnötig weg. Das sind unnötige Sachen aus dem Inventar raus. Okay. Hier ist noch Gold. Das Gold nehmen wir noch schnell mit auf Schnack und dann gehen wir raus hier. Dann werden wir jetzt Base bauen, würde ich sagen. Nein! Ah! Papagei! Der Creeper hat meinen Papagei erledigt! Papagei, es war schön mit dir. Ich wusste, die Höhle ist ein falscher Ort für den Papagei. Verdammt. Leute, die Höhle hat uns unseren Papagei gekostet. Oh mein Gott. F, Leute, F in den Chat für unseren Papagei. Shit, ey, Leute, wir haben unser Haustier verloren. War so eine schöne Zeit mit ihm. War so eine schöne Zeit mit unserem Papageien, Bruder. Oh, ich bin in der Höhle. Oh, warte mal. Oh, ich ertrinke. Wie kommen wir denn hier raus jetzt? Sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, oh. Nein, 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 nein. Leute, Koordinaten, merkt euch Koordinaten. Ich werde sterben, ich werde sterben. Bro. Oh mein Gott, wie lost. Merkt euch die Koordinaten. Minus 250, minus 130. Oh mein Gott, wie lost, Freunde. Oh mein Gott, wie lost. Ich wusste, ich komme da nicht mehr raus. Oh, Mann, 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 Leute. Jetzt muss ich hier meine Sachen wiederholen. Aber keine Sorge, ich bin für diesen, für Momente wie diesen bin ich ausgerüstet. Für Momente wie diese bin ich ausgerüstet. Dafür wurde ich ausgebildet. Ich habe hier immer ein Rettungskit. Ich habe immer ein Rettungskit. So, und damit werden wir jetzt unseren Loot schnell wieder saven. Wir bauen uns mal eine Tür. Oh mein Gott, das war so lost von mir. Habt ihr euch die Koordinaten? Leute, schreibt mal bitte schnell die Koordinaten rein. Wenn ich jetzt meinen Loot verliere, das wäre so lost. Schreibt mal bitte schnell die Koordinaten rein. Ich glaube, es war minus 245 und minus 130. Ich muss da ganz schnell hinrushen. Mocha, danke schön für 6 Euro. Kuss, Kuss, Kuss.
Oh mein Gott, nein, 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 nein. Alles gut, wir holen uns das wieder. Wir bauen uns einfach runter und holen uns das wieder. Minus 245. Und was war es? Minus 130? Minus, ja, minus 130, okay. Schaffen wir, Leute, schaffen wir. Alles gut. Alles ist gut. Wir müssen es nur innerhalb von 10 Minuten machen. Sonst miese Zeiten. 44 Minuten, danach sollten wir mal anfangen, unsere Base noch ein bisschen weiter auszubauen. Ich glaube, ich habe irgendwie Bock, mir so eine richtig nice Base in den Berg oder so eine unterirdische Base, irgendwas Krasses zu bauen. Habe ich richtig Bock drauf. So. Oh, Essio ist beigetreten. Okay, Leute, jetzt schnell ranhalten. Jetzt ranhalten. Ah, ne, die Richtung. Ey, alles Streamer, Dankeschön für 10 Euro. Werde in der Schule gemobbt, weil ich zu wenig Abos habe. Traurig, dass man deswegen gemobbt wird. Das ist cringe, Bro. Also wer sich darauf was einbildet, sehr, sehr cringe. Alles gut, Freunde, wir schaffen es. Jetzt einfach nur runterbauen. Jetzt einfach nur runterbauen. Was war es nochmal? 132. Schnell den Loot saven, Leute. Ganz schnell den Loot saven. Ich habe keine Schaufel dabei. Oh mein Gott. Aber da unten sehe ich schon. Ich sehe da unten schon was. Ich muss mich da jetzt nur schnell genug runterbauen. Ja, Leute, da unten sehe ich schon unseren Loot wieder. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir haben es gleich. Oh. Oh. Aber danke schön für die 10 Euro, alles Streamer. Oh mein Gott. Okay, abgesaved, Leute. Abgesaved, abgesaved, abgesaved. Das ist nur unsere Sache. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen extra Proviant dabei. Oh mein Gott. Warte mal, ich habe doch eine Tür. Ich bin doch doof. Ich habe doch extra Türen mitgenommen. Was mache ich denn? So. Okay, Leute. Das war echt ein bisschen auf Krise jetzt hier. Natürlich auf jeden Fall das Diamantschwert. Brauchen wir noch auf jeden Fall Faden. Essen natürlich wichtig. Ich habe so viel Müllloot jetzt gerade dabei. Wir brauchen hier so viel. Ich muss so viel mitnehmen. Eine Hose. Knochen auch wichtig. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. So, und dann Spitzhacke. Komm, opfern wir eine. Ist egal. Spitzhacken haben wir genug. So, und die Laterne. Die gute Laterne nehmen wir noch. Okay. Wir haben das Wichtigste gerettet. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch hier schon wieder mit einer Höhle. Das reicht mir hier schon wieder mit einer Höhle, Leute. Wir werden jetzt mal unsere Base bauen. Die Karte ist eh schon benutzt. Die Karte ist eh schon benutzt, Freunde. Die bringt uns gar nichts.
Okay, das war knapp. Leute, ich mach mal ganz kurz Fenster auf. Eine Sekunde. So. Okay, Freunde. Marci, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Jetzt werden wir Base bauen. Let's go, Freunde. Endlich. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass wir mehr zu essen haben, weil Essen ist echt gerade noch ein bisschen Mangelware bei uns. Ja, wenigstens können wir uns einen weiteren Goldapfel machen. Es war wenigstens nicht ganz unnötig. Und wir haben langsam mal so einen kleinen Überblick von der ganzen Insel bekommen. Ich habe auf jeden Fall Bock, mir so einen übelst geilen Bunker zu bauen. Das haben wir noch nie so richtig gemacht. Also wir hatten zwar... Oh, guck mal, hier sind Chickens. Chicken Farm wäre auch mal wichtig, ne? Bevor die hier alle noch abgeschlachtet werden auf der Insel. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir hatten ja schon viel gebaut. Villen auf der YouTuber-Insel 1, eine Penthouse-Wohnung. Aber noch nie so einen richtig geilen Bunker, Leute. In dem Bunker, wo so alles drin ist. So eine automatische Farm und alles, Leute. Hab ich Bock drauf. So einen richtigen... Wie so ein Hive, so ein hochmodernen Bunker. Was haltet ihr davon, Freunde? Kannst du ein Bündnis mit Alpha machen? Ich glaube nicht, Leute. Ihr werdet morgen was sehen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber ihr werdet morgen was sehen, dass ich ein bisschen, ich sag mal, Beef mit Alpha Stein hatte. Das Video kommt morgen. So. Bitte lese 5-Euro-Spende vor. Paulina, was? Habe ich deine 5-Euro-Spende übersehen oder was? Oh Gott, ey, das tut mir leid. Kannst du nochmal schnell schreiben, was du geschrieben hast? Das tut mir leid, Bro. So. Wir wollen einen crazy Bunker bauen. Boah, das sieht halt wirklich hier richtig schön aus mit diesem rosanen Biom und Flauschis Haus da. Wirklich cool. Aber wir könnten uns ja eigentlich hier in den Berg was reinbauen. Dann gucken wir immer da so schön drauf. Das wäre eigentlich cool. Das wäre eigentlich cool. Hier so im Berg. Stani baut ja da oben irgendwie seine Burg drauf. Aber das ist mir ja eigentlich egal, Leute. Dann bauen wir da wie so eine krasse Base rein. Ist der Berg denn dick genug? Der Berg denn dick genug, um da was reinzubauen? Weil das Problem ist, der Berg hier ist halt super klein, wo unser kleiner Unterschlupf drin ist. Also da kann man halt kaum was machen. Ich muss mein Inventar auch mal leer machen. Hier will ja Stani seine Dinge bauen. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, hier in den Berg was reinzubauen. Guck mal, dann hat man hier wirklich so einen richtig schönen Ausblick über die Insel. Bei allen Biomen. Wie fändet ihr das, Leute? Sollen wir hier in den Berg was reinbauen? Was meint ihr, Live-Chat? 1 für ja oder 2 für nein? Man hätte halt immer Stani über sich als Nachbar quasi. Weiß ich jetzt nicht. Hier könnte man prinzipiell halt auch noch was bauen, aber das ist halt schon sehr zugebaut von Flauschi. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie hin und her gerissen. Was hat man denn für Optionen? Ich finde halt die Gegend hier so schön wegen diesen rosanen Blütenblättern. Das gefällt mir. Alter, wie viele Wolken sind denn hier gerade? Ist richtig gerade so eine Wolkenwand. So, zack, zack, zack. Ah, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der Idee. Freunde. Aber irgendwas müssen wir ja machen. Irgendwo müssen wir uns ja niederlassen, Freunde. Oh, ich höre ja ein Skelett irgendwo. Oder wir bauen einfach ein normales Haus. Wie Flauschi das hier gerade macht. Hab ich aber irgendwie nicht so Bock drauf. Ich hab Bock, so einen Bunker zu bauen. Einen richtigen OP-Bunker. Das
war ja hier als erster Bunker ganz gut, aber... So, machen wir mal ein bisschen Loot hier rein. Zack. Ein Goldapfel für miese Zeiten. Ein Schwert. So. Dann machen wir das hier wieder schön zu. Hat uns hier gut geholfen, unser Notfallversteck. Oh, wir können uns endlich mal einen Bogen auch machen. Auch wichtig, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Endlich mal einen Bogen bauen. Ja, wir müssen aber jetzt halt mal, ne? Wir müssen mal eine Entscheidung jetzt treffen. Wo sollen wir unsere Base... Weil das Problem ist hier bei unserer jetzigen Base, hier können wir halt nicht weiterbauen, weil hier hört der Berg schon wieder auf. Also der Berg hier ist leider sehr, sehr klein. Da können wir gar nicht so viel weiterbauen. Das sagt meine Zeit. Noch 33 Minuten. Das ist halt hier, unsere Base hier in dem Berg ist leider sehr, sehr endlich, sage ich mal. Viel Platz ist da nicht. So, zack. Zack. Jetzt schon erstmal das Inventar kurz sortieren. Hm. Oh, das Gold können wir auch mal brennen. Weitere Goldäpfel. Ah, was sollen wir machen, Freunde? Oder wir bauen irgendwo ganz woanders unsere Base. Oder wir bauen irgendwo ganz woanders unsere Base, Freunde. Ich gucke mich mal ganz kurz hier noch um. Ich werde mich einmal umgucken. Weil wenn wir anfangen, Leute, dann muss es natürlich auch gut werden. Ja, ich weiß, dass in der nächsten Fortnite-Season wieder die OG-Map kommt. Und ich werde auch direkt mal ein Fortnite-Video machen, wenn das raus ist. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Boah, hier geht's ja noch voll runter. Das kenne ich ja... Ey! Pulverschnee. Das kenne ich ja noch gar nicht, dass hier so weit runter geht. Yo. Moin, Alter. Guck mal. Ah, dachtest du, das kannst mich snipen, ha? Falsch gedacht, Bummi. Boah, das ist eine Creeper-Höhle hier. Einfach eine Creeper-Höhle. Ja, aber das führt hier eh zu nichts, Freunde. Müssen wir gar nicht reinlaufen. Wenn hier irgendwas wäre, wäre es eh schon gelootet. Wenn hier irgendwas wäre, wäre es doch sowieso schon gelootet. Ein Villager-Dorf? Ja, hier auf der Insel ist ja kein Villager-Dorf. Das weiß ich ja schon. Das brauche ich keins zu suchen. Oder wir bauen halt hier in diesen riesigen Berg rein. Hier könnte ich mir vorstellen. Ach, ich bin so hin und her gerissen, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo wir unsere Base bauen sollen. Alter. Oha. Hä? Das ist doch ein Bug hier. So viel Smaragde kann man doch gar nicht... Okay. Alter, wir haben gerade 16 Smaragde bekommen. Hä? Das ist doch ein Bug, Leute. Irre. Also wenn wir irgendwann mal Villager finden, können wir, glaube ich, gut traden. Naja. Wie dem auch sei. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, wo ich was bauen möchte. Oder, Leute, wir bauen uns einfach eine Skybase. Oder wir bauen uns einfach eine Skybase. Hä, das wäre doch eigentlich voll krass, so mit Inseln. Oh, Leute, guck mal, Stani ist beigetreten. Da sind wir ja hier gerade bei Stani auch. Der baut ja irgendwie hier seine Burg hier oben auf dem Berg.
bist du bei dem Fortnite Live am 3. November dabei. Weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall mal die neue Season zocken. Ob ich beim Live-Event dabei bin, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Hier, lass uns doch hier in den Berg reinbauen. Ja, okay. Okay, Leute, ich weiß jetzt, wie wir es machen. Ich weiß doch jetzt, wie wir es machen, Freunde. So, dann sind wir in der Nähe hier von diesem rosa Biom. Finde ich cool. Mag das rosa Biom. Und wir können hier reinbauen, in den Berg. Und ich glaube, da haben wir auch mehr als genug Platz hier drin. Ist ja auch schön dann, ne? Was meint ihr, Leute? Skybase mit Stani, so eine Himmelsinsel. Ja, natürlich auch schmackhaft. Ach, ey, ich bin irgendwie gerade so, ich kann mich nicht entscheiden. Es nervt mich. Es nervt mich, weil ich mich nicht entscheiden kann. Aber wir müssen halt irgendwo, brauchen halt mehr Essen, eine größere Farm. Wir müssen irgendwo unsere Kistensysteme ordnen. Und hier ist halt leider kein Platz. Ich fand das hier nice. Aber Flausch, die hat ja dann über uns gebaut. Baumhaus im Dschungelbiom. Wisst ihr was? Unsere Zeit läuft ja gerade weg. Ich mach mal ganz kurz hier Verbindung trennen. Damit unsere Zeit nicht wegläuft. Wir müssen uns jetzt mal einig werden, was wir machen wollen. Live-Chat. Wisst ihr was? Wir müssen jetzt eine Abstimmung machen. Ups. So, warte. Wir machen jetzt hier mal eine Abstimmung. Live-Chat, ihr dürft jetzt hier mitentscheiden. Beziehungsweise jeder kann mitentscheiden, weil ich mache jetzt hier eine Umfrage in den Chat rein. So. Ich mache jetzt hier eine Umfrage in den Chat. Jeder darf jetzt entscheiden, was wir bauen. So, entweder. Was sollen wir bauen? Hä? Warum geht das hier nicht richtig? Hä? Was sollen wir bauen? Ja, nein, warte, Fragerunde beenden. Ja, der Chat ist hier gerade wieder absolut am Rumdingsen. So, Umfrage starten jetzt. Was sollen wir bauen? Okay, also entweder eine Bergbase. Ich sage jetzt mal in den Berg rein. Okay. Dann eine Skybase. Im Himmel was. Hat auch was. Oder irgendwie so überirdisch halt was, ne? So, ich sag mal eine Burg eher, was Normales. So eine Burg, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob eine Burg so cool ist. Okay, was sollen wir bauen? Ihr dürft euch jetzt entscheiden. Ich lasse euch, bin hin und her gerissen. Es könnte alles irgendwie cool sein. Was sagt ihr, Leute? Ich lasse euch entscheiden. Eine Skybase wäre eigentlich schon auch krass, ne? 48% 6. Okay, okay. Es wechselt sich, eine Bergbase wechselt sich mit der Skybase gerade ab. Oh mein Gott, ey, das ist ja ein ganz, ganz Ding hier. Alter. Ja, ein ganz enges Ding hier. Okay, okay, Leute, die Bergbase. Ganz knapp hat die Bergbase gewonnen. Lol. Okay, Freunde, dann, wir haben uns entschieden. Es wird die Bergbase. Es wird die Bergbase und kaum einer hatte Bock auf eine Burg. Die arme Burg, Leute. Die arme Burg. So. Dann joinen wir jetzt mal. Hä? Aber ich höre jemanden. Wir haben hier nur hier die Fackeln. Was macht ihr hier in Flauschis Haus? Wir hatten uns verlaufen, Bro. Sorry. Das ist hier Eigentum der Krümelkrieger. Ja, Krümelkrieger. Wir sind auch die Krümelkrieger. Wir setzen uns für die Krümelkrieger ein. Krümelkrieger. Ja. Weiß ich nicht, ob ihr hier was geklaut habt gerade. Nee, wir haben nur was getestet, weil er am Bett ist.
Auf Wiedersehen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay. Die haben doch hier safe den Spawnpunkt gesetzt, oder? Die haben doch da gerade den Spawnpunkt gesetzt, oder? Ich hab's mal abgebaut. So nicht, Stani. So nicht. Aber ey, ich kann ja mal mit Stani quatschen. Ich hatte ja gerade überlegt, hier meine Ding reinzubauen, die Bergbase, ob er dann damit ein Problem hat, wenn das unter ihm ist. Ach, wobei, Leute, wisst ihr was? Ich baue das direkt hier. Ich baue das lieber direkt hier. Aua. So. Machen wir nämlich hier schön den Eingang in die Base rein. Hier beginnt's jetzt, Leute. Hier wird der neue iCrimex-Bunker entstehen. Es wird natürlich viel Arbeit werden, das alles auszuhöhlen. Aber es wird gut. Es wird gut. Wir machen da nämlich in unserem Bunker, soll es alles geben, was man braucht. Felder, Verzauberungsorte, alles, was man eben so braucht, soll in diesem Bunker hier sein. Boah. Leute, das wird hier wieder ein neues XXL-Bauprojekt. Ihr kennt mich. Wir machen hier keine halben Sachen. Wenn dann, wenn schon, denn schon. Kurs Tech Team. 6 Euro, Dankeschön. Bau doch im Nether, weil man wird, da wird man dich nicht erwarten. Ja, das Problem ist, da müsste ich ja erstmal ins Nether gehen dafür. Warte mal, woher hat SU sein Diamant-Ding? Der hatte doch noch gar keinen Diamant. Was ist denn das für eine Musik hier gerade, Leute? Hä? Was ist das für eine Musik, Leute? Hier die ganz crazy Musik hier. So. Das ist hier die Abenteuermusik, wie wir es wollen. Boah, das wird gut. Der Bunker wird crazy. Da geht man erstmal hier so einen langen Weg rein. Und dann splittet sich das auf. Dann fängt hier der Hauptbunker an. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, hier kommen Felder rein, Kistenlagerräume, alles. Das wird die iCrimex-Kommandozentrale. Hier soll es alles geben, was man zum Überleben braucht. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich, Leute. Dann lasst jetzt schon mal ein Like und ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und Glocke aktivieren. Leute, die YouTube-Insel. Morgen kommt nämlich wieder das nächste Video. Da müsst ihr natürlich wieder direkt dabei sein. Oh mein Gott, wird das krank. Leute, das wird auf jeden Fall krank viel Arbeit. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 Blöcke rüber. Oh. Nice, eine Höhle gefunden hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Blöcke hier rüber. So. Gut, Cobblestone haben wir sowieso genug. Ist eigentlich ganz gut hier, dass das schon teilweise ausgehöhlt ist für mich. Weniger Arbeit. Weniger Arbeit für mich. Gefällt mir. Ey, Laxo, Dankeschön für 10 Euro. Kuss. Oder 12 Euro sogar. Ey, da ist ein Enderman, müssen wir aufpassen. So, machen wir hier mal fürs Erste zu. Damit hier keine Monster mehr reinkommen. Das wird natürlich später alles noch schöner gemacht. Aber es geht natürlich jetzt erstmal darum, diesen riesen Raum auszuhöhlen. Natürlich hier erstmal diesen riesen Raum aushöhlen.
für das XXL Bauprojekt. Geh weiter runter. Minus 40 ist gute Höhe. Weißt du nicht. Oh, dann wird hier schön überall Holzboden reingezogen. Die Wände natürlich aus schönem Stein. Es wird gut, Freunde. Es wird gut. So, zack. Aber wisst ihr, was, wem ich gerade nicht so ganz vertraue? Ich vertraue gerade der Sache damit Stani und Essu nicht. Was machen die denn da? Ich weiß, ich gehe nochmal ganz kurz hoch. Habe ich noch Fackeln? Nein, ich habe leider keine. Oh. Wir gucken mal, was die da machen. Nicht, dass sie da was klauen bei Flauschi und bei mir. Trau denen nicht, Leute. Oh. Weg mit dir! Die sind auf jeden Fall noch online. Ich werde die mal ein bisschen ausspionieren. Ich werde die jetzt mal ein bisschen ausspionieren, Freunde. Sind bestimmt nach da oben gegangen. Führen doch da schon wieder irgendwas im Schilde, Leute. Na, vielleicht auch doch nicht. Vielleicht auch doch nicht, Leute. Naja, die hatten noch mal Glück gehabt. Die Schlingel. Hühnchen und Blümchen. Naja. Leute, wir lassen uns jetzt hier nicht verunsichern. Wir bauen unsere Base weiter aus. Herzlich willkommen als Ehrenmann, TE. Kuss, Kuss, Kuss. Also das ist jetzt hier echt noch eine kleine Mini-Anfänger-Base. Deswegen, die muss natürlich noch viel krasser werden. So, wir machen uns erstmal nochmal schön einen weiteren Goldapfel. Zack, zack, zack. Auch immer wichtig, richtig und wichtig. Wir können natürlich auch mal ein paar Fackeln direkt gebrauchen. Ich hatte so viel Kohle, dass ich schon lange keine Kohle mehr mitgenommen habe. Aber jetzt brauchen wir bald wieder. Um natürlich die Höhle schön auszuleuchten. Sehr gut. Weiter, Leute. Wir müssen weitermachen. Wir müssen Meta machen. Wir müssen Meta machen. Wir machen uns mal direkt noch eine weitere Spitzhacke. Zack, zack, zack. Also mein Ziel ist es jetzt. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh Gott, wir haben nur noch 18 Minuten. Nur noch 18 Minuten, Leute. Mein Ziel ist es jetzt. Und schaff. Irgendwann will ich da natürlich auch alle möglichen Tiere in unserer Base drin haben. Da soll alles, alles soll man da drin kriegen. Das müssen wir auch mal hier zumachen. Damit das hier niemand findet. Mein Ziel ist natürlich, alles in unserem Geheimbase drin zu haben. Dass man da wirklich alles zum Leben braucht. Okay, nice. Schön zugebaut. Was ist schon wieder für eine Musik hier? Teilweise die Musik ist echt ein bisschen weird hier. Leute, was ist das schon wieder für eine Musik? Wisst ihr was? Ich glaube, es wird mal Zeit. Ich glaube, es wird mal Zeit, Freunde. Wieder die gute alte Minecraft-Stream-Musik zu hören. Leute, der Minecraft-Song. Wer kennt den Minecraft-Song noch? Chicken Farm. Chicken Farm auch sehr gut. Machen wir natürlich später auch noch. Chicken Farm, alles. Ich will hier ganz viele automatisierte Farms haben.
in unserem Bunker, ja? Der Präsident der Minecraft-Insel. Wenn du meinst, mich zu hätten, kannst du gleich verschwinden. Max, danke für deinen mega coolen Content, dass du dir Mühe gibst, Videos jeden Tag zu machen. Ich werde nächsten Stream... Na, Bro, du musst gar nichts spenden. Hör auf, alles gut. Ich freue mich doch, dass ihr so am Start seid. Ey, und Leute, wenn, dann habe ich mich zu bedanken. Ich sehe das so, dass ich jeden Tag hier sein darf für euch und das machen darf, was ich so liebe seit 10 Jahren. Das ist unfassbar, Freunde. Okay, warte mal, ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, das ist nämlich jetzt genau die Tiefe, wie das Ding auch breit ist. Also es ist ein Raum, wir machen jetzt hier quasi einen Raum 22 auf 22. Oh mein Gott, das ist echt krank. Das ist krank. Das wird wirklich ein Riesenprojekt. Das auszuhöhlen wird echt ein Riesenprojekt. Minecraft, Candy, Primax. Leben gemeinsam unseren Traum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh Gott, jetzt habe ich mich verzählt. Was ist das denn jetzt hier für eine Höhle? Was ist jetzt hier für eine Höhle, Leute? Kann ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Da habe ich mich auch noch verzählt wegen der Höhle. Oh Mann, ey. Live-Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Au, ey! Was willst du, Junge? Oh, das sind hier alles Blöcke, die ich nicht abbauen muss. Eigentlich nice. Was ist denn das für eine Höhle? Könnte das vielleicht eine Höhle sein, die noch nicht erkundet wurde? Leute, was ist das hier für eine... Oh! Ich glaube, das ist irgendeine krasse Höhle hier. Als ob wir jetzt hier noch irgendeine Baba-Höhle finden. Lachs, so Dankeschön für 12 Euro. Leute, ich brauche eh ein bisschen Kohle. Nehmen wir mal mit für neue Fackeln. Als ob das jetzt hier so eine Big Baba Bubu Höhle ist. Marcy, ist noch einer von den Mods da? Ist noch einer von den Mods da? Hat heute 7 Stunden Unterricht. Uiuiui, aua. Ey, Laxo, danke schon nochmal für 12 Euro. Ah, es wurde keiner mehr der Mods da. Perfekt, Digga. Paul Berger Berg. Digga, Laxo, du übertreibst ja richtig hier. Entspann dich, Bro. Oh, oh. Den Enderman will ich jetzt auf jeden Fall nicht angucken. Das sind zwei ganze Spördien voll. Ey, der Enderman, der legt's aber auch echt drauf an. Hey, ich kann gerade nichts machen, ohne dass der Enderman mich gleich angreift. Übernehmen die Insel, Netherrun. So. Alter, hä? Was ist denn das für eine Höhle? Warum ist hier so viel Gras in der Höhle? Hier unten geht's auch noch weiter.
Lol. Schade, Leute. Ich dachte schon, es wäre eine krasse Höhle. Netherite Guards. Stani. Aber gut, Leute. Halb so wild. Wir wollten ja sowieso unsere Base weiterbauen. Netherite Guards. Ich nehme mal hier noch ein bisschen Kohle mit, Leute. Haben wir nicht mehr so viel. Weil Kohle auf dem Server ja wirklich keine Mangelware ist. So. Oh mein Gott, nur noch 11 Minuten. Schade. Nee, geht nicht weiter hier. Aber egal, Leute. Wir wollten ja eh hier die Base weiterbauen. Zack. Das heißt, hier ist Schluss. So. Okay, wir haben jetzt hier schon mal alles abgesteckt quasi. Hier wird unser XXL-Bunker entlang gehen. Habt ihr das aber gehört? Leute, diese Töne, die kommen doch, wenn hier irgendwie so eine... Hier war gerade so ein voll unheimliches Geräusch. Das ist doch immer, wenn da... Wenn da eine riesen Höhle irgendwo ist. Vielleicht unter uns. Vielleicht ist unter uns eine Big Baba Bubu-Höhle. Ich habe jetzt eh keine Zeit mehr, um das zu erkunden. Deswegen bauen wir jetzt einfach unsere Dinge hier weiter. So, perfekt. Jetzt haben wir hier schon mal den Raum ab... Oh Gott. Ey, was soll das? Raus aus meiner Bude. Was ich noch üben müsste. Ich mach Urlaub mit Flauschi an der Krümelküste. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Ich mach mal jetzt den Chat noch für jeden auf. So, alle Abonnenten können jetzt mal wieder was in den Chat schreiben. Ihr müsst natürlich abonniert haben. Also jetzt alle abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Digga, alter Chat. Moin. Ihr dreht ja völlig durch hier. Auf einmal der Chat wieder hier aus dem Knast entlassen. Und das steht ihm wirklich gut. Boah, das wird aber nice, Freunde. Das wird, vertraut mir, das wird nice. Ich hab schon so ein Bild im Kopf. So ein Dach mit Helikopter. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir das Ding dann, ich sag mal, halbwegs fertigstellen und hier einziehen. Der Einzug. Beziehungsweise im Stream, am Samstag werde ich wieder streamen. Da habe ich dann 2 Stunden. Da werde ich das Ding, glaube ich, sogar fertigstellen. Max, please, Vollbild. Ach, oh mein Gott, ich bin so lost. Ich war die ganze Zeit noch so halb rausgetappt. Oh mein Gott, sorry, Leute. Oh mein Gott, das war lost, Freunde. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich war so im Fokus. Ich habe einfach nicht gemerkt. Ey, wir werden so viel Stein haben. Wir werden so viel Stein haben. Wir könnten schon fast hier aus dem Riesenraum eine Mobfarm machen. Ich will einfach eine Mobfarm. Ich muss euch eine Story erzählen. Messi oder Ronaldo? Ey, Leute, ich kenne doch eh die Antwort. Ihr seid alle so Ronaldo-Fans. Ich weiß, ihr seid... Schreibt ihr mal in den Chat, Messi oder Ronaldo. Ich weiß, ihr seid alle so kleine Ronaldo-Fans, ne? Ich sag aber ehrlich, ich bin eher für Messi. Ich bin eher Team... Also ich bin generell erstmal nicht Fußball interessiert, ne? Ich bin generell, mir ist eigentlich voll egal. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sogar eher Messi sagen. Weil Messi hat einfach mehr abgerockt als Ronaldo, muss man einfach sagen. Aber ich weiß, jeder, den ich bis jetzt getroffen habe, jeder Zuschauer, den ich live getroffen habe, jeder sagt immer Messi oder Ronaldo und dann sagen alle immer Ronaldo.
Ich kann es verstehen, ey, Ronaldo auch crazy, krasser Typ, auf jeden Fall, hat auch krass was gerissen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, am Ende des Tages hat Messi mehr erreicht als Ronaldo. Also jetzt so, hat halt einen Weltmeistertitel, hat Ronaldo nicht. Er hat bei Miami jetzt nochmal richtig aufgeblüht. Nur meine Meinung, Leute. Wir sind auf einer Insel. Boah. Ey, Leute, gleich die nächste Spitzhacke, Bro. Boah, ich freue mich aber richtig. Ich freue mich richtig, wenn wir dann hier einziehen. Wisst ihr, was ich hier mache? Ich werde hier mal ein Schild aufstellen. Nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, das ist hier seins. So, warte, zack. Zack, zack, zack. Erstmal schönes Schild machen. Bunker von iCrimex. Das ist der Bunker von iCrimex. Ja, nicht, dass hier jemand noch auf dumme Ideen kommt. So, wir machen hier mal eine kleine Steinkiste direkt. Minecraft Walls. Habt ihr eigentlich aktuell mehr Bock auf GTA oder mehr Bock auf Minecraft, Leute? Schreibt's mal jetzt in den Chat rein. Wollt ihr mehr GTA oder mehr Minecraft sehen? Oh Gott. Oh Gott, das wird eine ganz schwierige Frage. Jetzt, ich guck mal in den Chat rein. Ey, Paul Berg in Chess, hat nochmal einen Sub gegiftet. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, danke, danke. Alter, oha, oha. Leute, fast alle hier auf Minecraft. Kaum einer schreibt GTA. Aber wir streamen natürlich auch gerade Minecraft, ne? Muss man auch dazu sagen. Oh mein Gott, was sagt die Zeit? Noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten haben wir. Ich werde hier mal noch ein paar Fackeln aushängen, damit jetzt hier keine totes Monster-Farm bis zum nächsten Mal ist. So, ein paar Monster werden so oder so spawnen. Und ich werde mal hingehen. Wir werden das mal ein bisschen zumachen. Damit das jetzt hier keiner in der Zwischenzeit findet. So. Zack. Zack, zack, zack. Können wir uns aber hier... Warte mal ganz kurz, Leute. Ich muss mir hier einmal schnell die Koordinaten merken. So. Okay. Leute, der Bunker ist zugebaut. Und es sieht gut aus, weil er fällt gar nicht auf. Es fällt wirklich gar nicht auf, der Bunker. Wir bräuchten halt wieder eine Sticky Piston. Blauschi hatte ja Sticky Pistons, aber Alphastein hat die geklaut, Leute. Und dann würde ich sagen, bauen wir am Samstag im Stream weiter, weil wir haben jetzt eh nur noch 4 Minuten. Da kriege ich jetzt eh nicht mehr viel hin. Meine Spitzhacke ist ja auch kaputt gegangen. So, zack. So lang können wir jetzt hier nochmal ein bisschen hochgehen. Also Flauschis Haus sieht auch wirklich schön aus, muss ich sagen. Aber unser Bunker wird auf jeden Fall... Der wird anderes Level. Der wird anderes Level werden. Können wir mal noch unsere Farm ein bisschen abchecken. Zack, dann haben wir nämlich nächstes Mal noch mehr Brot und das dann nochmal schön neu anpflanzen. Wir schauen jetzt gleich noch den Vlog von dem Zuschauer. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Er hat einfach einen Vlog gemacht von der Autogrammstunde. 2 Minuten. 2 Minuten Vlog. Nice. So und oh mein Gott, wir können auf jeden Fall ein Riesenfeld machen. Wir können auf jeden Fall ein XXL Riesenfeld machen. Wo ich Diamanten finden kann. Ich brauche sie so sehr. Immer nur ein bisschen flexen, Mann. So, Leute. Stark.
Ich bin Diamantenkönig. Ja, ich würde auch mal gern ein paar Diamanten finden. Ja, natürlich, Bruder Crymax. So. Oh mein Gott. Das Problem ist, ich kann jetzt gar nicht mehr viel machen. Wir haben noch 2 Minuten. Was soll ich in 2 Minuten jetzt hier noch machen? Wo ich Diamanten finden kann. Ich brauche sie so sehr. Will nur ein bisschen flexen, Mann. Hopper so leer. Wir machen dann richtig am Samstag weiter. Wir bauen hier noch einmal zu. Damit hier niemand Auge macht. So. Und dann loggen wir uns aus Minecraft. Für heute mit der YouTube-Insel ist Schluss, Freunde. Aber wie gesagt, am Samstag wieder live. Wird nice. Morgen auch wieder Minecraft-Video. Also seid auf jeden Fall wieder am Start. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber noch kurz was an. So. Oh. Oh mein Gott, Leute. Haare sind auf jeden Fall wieder absolut platt gedrückt. Oh mein Gott. So, wer hat jetzt noch Bock, dass wir auf den Zuschauer-Vlog reagieren? Oh. Geschenke. Geschenke würde ich sagen, machen wir auch am Samstag im Stream, weil am Samstag werde ich relativ lang streamen. Überall nur Steine. Boah, ey, das ist aber auch echt ein Ehrenmann, ne? Das ist hier aber auch echt ein Ehrenbratan. Guckt euch das hier mal an, Leute. So. Zack, zack, zack. Let's go, Freunde. Ich baue meinen Tisch mal hier noch ein bisschen hoch. So. Und zwar, Leute, guckt euch das hier mal an. Marlon Gamer. Marlon Gamer hat einen Vlog gemacht von der Autogrammstunde in Köln. Wir schauen mal rein. 2 Minuten geht das Ding. Und er hat hier auch Shorts gemacht. Lol, okay. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog hier auf meinem Kanal. Heute ist ein ganz besonderes Video. Wir treffen iCrymax live auf seiner Buchautogrammstunde. Seid gespannt. Ehrenmann, Leute. In Köln angekommen, ab in die Straßenbahn. Leute, oh mein Gott, ich bin jetzt in Köln angekommen. Hier hinten seht ihr jetzt. Da war meine Autogrammstunde. Hier, da, wo wir iCrymax jetzt treffen. Und ich würde sagen, gehen wir rein. Oh mein Gott. Freundin von Max. Ey, hast meine Freundin hier gespottet, Junge. Perfekt. Perfekt, Digga. Einfach League. Einfach Freundin League. Danke, Bro. Ach, das war er. Das war der Faulberger. Das war der Faulberger. Ich erinnere mich an ihn. Auch voll ausgestattet hier mit Cap, Shirt, let's go. Nice. So Leute, die Autogrammstunde ist jetzt rum, es war mega cool und jetzt geht's noch ein bisschen durch die Stadt und ich nehme euch dann mit, gleich geht's nach Hause, let's go. Einfach Süßigkeitenparadies. Hat sich noch einen entspannten Tag in Köln gemacht. Der Faulberger. So Leute, ich bin jetzt nochmal beim Kölner Dom. Jetzt geht's wieder nach Hause. Ich würde sagen, let's go. So Leute, für mich geht's jetzt ab wieder nach Hause. Es war ein voll cooler Tag. Es hat mich mega gefreut, iCrymax zu treffen. Er ist so korrekt. Ein netter Mensch. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön, ja. Bro. So, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen kostenlosen Like da. Und abonniert den Kanal, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Cool, cool. Also, finde ich cool. Also Leute, ich feiere sowas. Willkommen. Ihr könnt gerne mal, also falls irgendwie sowas ist, macht gerne Vlogs. Ich finde es lustig. Ich reagier gerne auf sowas. Hat er hier noch einen Short gemacht? Warte mal, nicht, dass das hier Copyright ist. Warte mal. iCrymax, so ein netter Mensch. Du bist einfach Beste. Haben wir noch schön Bild gemacht. Auf Correctness hier, auf Correctness. Ja, ich erinnere mich an ihn. Ich erinnere mich an ihn. Hab mich gefreut. Na gut, Leute, aber wir sind jetzt auch am Ende des heutigen Streams angekommen. Leute, vielen, vielen Dank. War wieder ein echt cooler Stream. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Ich bin am Samstag wieder live. Morgen, wie gesagt, geht's für mich in die Paulberger Limo-Produktion, Leute. Morgen werde ich meine Produktion besuchen. Ich mache natürlich auch einen Vlog. Das kommt auch dann am Sonntag, glaube ich, das Video. Also, es kommen sehr, sehr nice Sachen auf euch zu. Vielen, vielen Dank für alles. Ich hab euch lieb, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.